Heute bei Speedrandale leckerer Schweinebraten. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, an den Empfangsgeräten, auch die Nicht-Fleischesser unter euch da draußen. Oh, jetzt habe ich Hunger. Es sind ja nur Pixel, muss man sagen. Ja, ja. Sowas kann man auch genießen, wenn man nicht unbedingt Bock auf Schweinefleisch hat. Sia, schön, dass du da bist. Dankeschön, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch immer, vor allem, wenn folgender Gast mit dabei ist. Wir sind nämlich nicht alleine heute, sondern der Satox. Hallo. Hallo, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Wir haben schon gefragt, wo bist du denn? Wir haben gesagt, komm gleich wieder zurück. Und da hat es doch schon ein bisschen gedauert. Ja. Da sieht man nochmal kurz eingeblendet. Nicht verwechseln, es ist die Null statt einem O. No? Ja. Lead speak. Wie ist es dir denn ergangen in der Zwischenzeit? Oh, sehr gut. Ich habe in der Zeit wieder ein paar neue Speed-Games gelernt oder wieder aufgefrischt, wie jetzt zum Beispiel Illusion of Time. Und ja, freue mich, dass ich da sein kann, wieder was Schönes zeigen darf. Ne? Also hoffen wir mal, es wird ein schöner Run. Ja, wir sind echt gespannt. Also dein Terranigma-Run von der letzten Session ist ja nicht nur bei uns gut angekommen, sondern auch die Zuschauer, den hat er sehr gefallen. Und da passt es doch natürlich, dass du den indirekten Vorgänger, du hast es schon erwähnt, Illusion of Time, oder respektive du spielst ja, ich denke mal, die US-Version mit Illusion of Gaia, ne? Genau. NTSC ist ja eh immer ein bisschen schneller, dass du uns zeigen willst. Und du warst jetzt nicht so fest im Training drin, dass du es jetzt jeden Tag tausendmal durchgespielt hast, aber du musst dich wieder ein bisschen damit warm machen. Aber den Run machst du schon länger, oder? Ja, also ich habe das quasi 2018 schon, habe ich das Spiel gerannt. Dann wurden quasi in den ganzen Jahren ein paar neue Strats gefunden. Und letztes Jahr habe ich mich dann entschieden, so komm, jetzt frische ich mal wieder meinen Run auf. Das macht auch immer wieder Spaß, wenn dann wirklich viele neue Sachen sind. Und dann habe ich jetzt effektiv dann auch bis zum WR gegrindet. Und ja, also das ist ein sehr schöner Run. Sehr viele Tricks, sehr viele Feinheiten. Leider auch ein bisschen anstrengend, weil man sehr viel mashen muss und Turbo ist nicht erlaubt. Das ist die Standardregel bei Super Nintendo. Ja, das haben wir gern. Schön mashen. Ja. Ja, und zwar so schnell wie möglich mit drei Buttons. Oha. Ja, wir haben da einen Tipp für dich. Da ein Kollege macht das mit seinen Zähnen. No? Das geht noch wirklich schneller, wenn mit Shoutouts an Prezi an dieser Stelle. den Weltrekord hast du immer noch oder wurde dir schon weggenommen? Ja, den habe ich immer noch. Sehr gut. Siehst du, Weltrekordhalter im Titel. Yes. Yes. Alright. Ja. Kannst du uns kurz noch mal erzählen, es gibt ja verschiedene Kategorien in dem Spiel. Du zeigst jetzt eine der umfangreicheren, damit wir auch viel vom Spiel sehen, weil es wurde vor einiger Zeit ja ein Wrong Warp entdeckt, mit dem man viel vom Spiel überspringen kann, richtig? Genau, also die Kategorie, die ich heute zeige, ist die Hauptkategorie. Also die quasi, früher war es immer Any Person, aber da jetzt der Wrong Warp gefunden worden ist, kann man es nicht mehr Any Person lassen. Jetzt heißt es natürlich Any Person No Wrong Warp. Also das ist quasi das ganze Spiel von A bis Z. Und es gibt jetzt mittlerweile Any Person Beat Dark Gaia, quasi ein Wrong Warp nicht direkt in die Credits, sondern zu Dark Gaia, dass man noch so ein schönes Ende hat, quasi. Da brauchst dann du die 50 Kristalle sonst, ne? Um zu Dark Gaia zu kommen, oder? Nee, das ist einfach nur normal durchspielen. Ah, normal quasi, durchspielen. Dass man, ah, okay. Dann gibt es noch Any Person direkt in die Credits. Das ist halt dann, wo man keinen so flüssigen Übergang hat. Einfach so quasi, man ist im Dungeon, auf einmal ist man in Credits fertig. Das ist die Any Person. Dann gibt es noch All Bosses mit Wrong Warps. Dann gibt es noch 100% mit Wrong Warps, 100% Oha. Ohne Wrong Warps. Also es ist ein bisschen chaotisch geworden, aber hält das Spiel am Leben. Ne? Also ja, die mehr Kategorien, das kann ich mir vorstellen. Ja. Genau. Nee, ich dachte gerade auch bei diesen 100% dachte ich dran, da gibt es ja diese Sammelgeschichten über das ganze Spiel, wo man auch diesen Bonus-Level mit dem extra harten Gegner dann machen kann. Ich glaube auch Soul Blazer vielleicht sogar noch. Ich habe das Spiel tatsächlich auch vor ein paar Jahren noch mal Let's Played. Das ist auch eins meiner Jugendspiele damals gewesen. Du, Sia, kanntest es zumindest auch noch? Ja, ich habe es damals auch durchgespielt. Ich hatte es von einem Kumpel geliehen und habe es auch direkt durchgespielt, aber ich kann mich gar nicht mehr an das Game erinnern, leider. sei gespannt. Ich weiß nur, dass es geil war und ich es sehr genossen habe. Ja, du kannst so sagen, Satox, wenn wir zu viel reden, du hast ja gesagt, es muss ein bisschen viel Konzentration oder so reinfließen, gib gerne Bescheid, damit wir die Schnauze halten. Ansonsten, ich glaube, ich werde auch ein bisschen plappern bei dem Spiel, weil ich dann doch einiges noch im Hinterkopf habe.
Gerade was hat's mit dem Schweinebraten auf sich, Gregor? Ach nee, dann, wenn du es nicht im Kopf hast, dann warte es mal ab. Okay. Ja. bist du bereit denn sonst oder müsst du noch irgendwas erklären? Ich bin bereit, ne? Also so weit, so gut. Es gibt hier zwei verschiedene Steuerungen. Mhm. Ne? Sehr witzig. Ein Button wird nie benutzt, warum auch immer. Warum nicht? Es gibt keinen Rennbutton im Spiel. Also da haben sich die Entwickler gedacht, ach, Double Tap, das ist völlig okay. Ja. Rennbutton brauchen wir nicht. Alle Runner nehmen Typ 2. Damit lässt es sich besser mashen quasi. Mhm. Auch bei Typ 1 habe ich nie mehr angeschaut, um ehrlich zu sein. Aber da ist so ein auf A-Angriff, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Deswegen, also sobald ich hier Start drücke, geht's los. Ich mache meinen Countdown. Mach den. 3, 2, 1, los. Alright. So, und jetzt. Illusion of Gaia kam auch in Japan raus, in der Tat. Mhm. Das mal gleich gut zu erklären, warum man nicht die japanische Version verwendet, sondern die amerikanische. Das hängt mit dem Text in der Tat zusammen. Eben hat man hier gerade ein bisschen langsamen Text gesehen und jetzt sieht man gleich ein anderes Beispiel. Oh. Wenn man es gesehen hat, ja. Den kann man nämlich in der US und auch in der PAL-Version wegmashen. Praktisch. Und in der japanischen Version ist es immer so ein langsamer Text, der erstmal ausgerollt wird. Ah. Sonst wäre die japanische Version schneller, logischerweise. Mhm. Aber wir müssen leider mashen. Und aber das sehr ist praktisch, viele. Dass sie genau das hier raushaben, warum man die japanische Version runnt. Diesmal komplett umgekehrt. Dafür sind die Texte aber so schnell weg, das ist auch egal, ob es japanisch oder englisch ist. Ja, erklär doch mal, was die da gerade sagen. Also hier wird herausgefunden, dass der Will sonderbare Kräfte hat. Oh. Und egal, welche Karte man jetzt hier wählt, das ist immer das Karo Ass, glaube ich. Und das erklärt der Saphir und da hat er schon erklärt. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Genau, Will, so. Spezielle Fähigkeiten hier und gleich gibt es ein schicksalhaftes Treffen mit einem Wesen. Also nicht das hier, sondern danach. Das Hamlet. Guten Tag. Genau. Meinst du den mit Schweinebraten später? Natürlich vielleicht? Nicht. Nein. Gut, gut. Bin beruhigt. Kein Fall. Auch hier in dem Spiel, gerade wegen dem Text, also das mache ich zumindest so, dass ich ständig den Griff ändern muss, weil ich quasi auch Mega Man X-Runner bin. Und da hat man eine ganz spezielle Methode zu mashen. Nicht mit den Zähnen. deswegen muss ich ständig, wenn ich weiß, der Text muss jetzt sehr schnell weggehen, dann habe ich da eine ganz besondere Technik. Wenn der Text ein bisschen langsamer ist, dann ein bisschen anders. Das ist viel hin und her. Also das ist schon am Anfang, vor 2018, als ich das erste Mal gerunnt hatte, das ist kein Witz, nach meinem ersten Stream mit dem Spiel, hatte ich wirklich Muskelkater, kann man das so sagen. Es war wirklich anstrengend. Man schwitzt dabei auch stellenweise. perfektes Spiel für den Sommer. Wer hätte gedacht, dass man bei einem RPG so viel mashen muss? Ey, das sind eben Königsdisziplinen. Ne? Man muss im Kopf mitdenken. Mhm. Ja. Step Counter, natürlich super wichtig bei Random Encounter plus mashen bei den Texten. Gibt's hier Random Encounter? Nee, oder? Nein. Das sind Echtzeit-Action-Adventure sozusagen. Alles klar. Story wird sehr, sehr wild gleich sein. Es wird über die ganze komplette Welt gehen mit sehr vielen Twists and Turns. Mhm. Ne? Manche von denen verstehe ich bis heute noch nicht. So, jetzt können wir endlich raus. Jetzt sind wir auf der auf die große Reise, gehen wir jetzt zu Edward's Castle. In jedem Spiel gibt es irgendwo einen Edward, einen König, der Edward heißt, gefühlt früher. Das ist der gleiche wie aus Final Fantasy. Yes. So, und jetzt hier auch wieder Text einigermaßen schnell. Man kann halt nicht einfach, ich sag jetzt mal, stumpf mashen. Man muss das teilweise schon sehr gezielt machen, weil sonst würde immer bei Y zum Beispiel kommen dann immer Item is not used oder sowas. Mhm. Ja. Und auch hier, wenn man zu viel B mashen würde, würde man dann mit den NPCs einfach immer wieder reden. Ja. Und ne, das ist dann quasi immer so ein bisschen, man sollte schon ungefähr wissen, wie viele Textboxen kommen. Mhm. Und sonst hat man unendlich viel Zeitverlust. Hast du dich da gerade so ein bisschen geboostet mit dem Charakter?
Da ist so ein bisschen so genau. Aus. Ja, das genau, wenn man mit dem redet, dann sagt er quasi, verschwinde. Und dann schmeißt er dich quasi raus. Praktisch. Der sollte überall mitkommen, ne? Ja. Ist kurz vor beim König gewesen, schon landest du im Knast, ey. Das ja, kann ja nicht angehen. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich glaube, die halten Will für einen Spion oder so. Irgendwie sowas. Ja, wir haben ja gesehen, ja. Die Prinzessin Kara ist mit ihrem Hausschwein Hamlet geflohen und wurde dann aber wiedergefunden. Ich glaube, im Haus der, waren es die Eltern von Will oder die Großeltern? Ich weiß gar nicht mehr so direkt. Onkel und Tante wahrscheinlich, ne? Onkel und Tante, ja. Ja. Und Will guckt natürlich im Schloss jetzt nach, was mit der Prinzessin ist, und wird da gleich in einen Komplott gezogen. Also in den Knast direkt reingeworfen, um zu verhungern. Natürlich. Genau. Ja. Auch hier, das ist quasi ein Autoscroller, mehr oder minder. Man muss einige Trigger aktivieren. Quasi mit diesem Ball and Chain reden, mit dem hier mit dem Grünzeug und egal, ob man es unten links oder oben rechts macht. Und dann einmal ans Tor und dann, sonst wird es nicht weitergehen, das Spiel. Mhm. Also das sind quasi so Kleinigkeiten. Das gibt es an manchen Stellen, dass man wirklich so Trigger aktivieren muss. Sonst früher wusste man das natürlich nicht und dann auf einmal denkt man sich, geht's jetzt überhaupt noch weiter? Oink, oink. Und hier. Welch Zufall. Übrigens, wie war das jetzt? Dein Vater ist eine Flöte und spricht mit dir, ne? Genau, ja. Der Vater ist die Flöte. Das Schwein bringt mir den Schlüssel und jo. Ja, du wirst gleich sehen, er hat so eine Flöte, die er vor sich hin und her wirbeln kann. Ich glaube, die funktioniert auch, um Sachen an sich heranzuziehen und auch als Block. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Genau, ja. Und jetzt hier Edward's Castle ist schon eigentlich ein ziemlich schwieriger Dungeon. Sehr reset-heavy, das Spiel. Hier, das war gerade eine neue Technik. Die gibt es auch noch gar nicht so lang. Die nennt sich Free Dash. Hat man vielleicht gerade gesehen, dass ich einfach durch den Gegner durchgerannt bin. Mhm. Obwohl ich und habe ihn dabei geschlagen. Das kann ich gleich mal ein bisschen genauer erklären. Das ist ein bisschen sehr viel Hektik hier in dem Dungeon. Mhm. Gerade hier dieser Raum ist sehr, sehr gefährlich. Aber das Herb ist sehr wichtig. So, man hat eben vielleicht schon gesehen gehabt, dass ich durch die Mauer gehen konnte, auch hier. Das nennt sich Orb-Cancel. Sobald man quasi so einen Gegner tötet, der den Weg frei macht, muss man einfach nur ins Menü gehen, wieder raus. Okay. Und schon kann man da durchlaufen und muss nicht diese Explosion abwarten. Ah, sehr praktisch. Das war ja auch so bei dem Spiel. Du wirst ja dazu angehalten, auch eigentlich alle Gegner im Raum zu killen, weil dann gibt's Upgrades oder so, ne, mit jedem letzten. Oder du hast ja auch gesagt, manche Gegner machen dann entsprechend auch den Weg frei, den normalerweise versperrt. Also du wirst schon vom Spiel angehalten, auch wirklich alle zu killen. Das machst du jetzt einfach nicht. Genau. Glücklicherweise, wenn man einen Boss besiegt, kriegt man alle Upgrades, die man vergessen hat oder liegen gelassen hat. Hätte mir so viel Zeit sparen können. Ja, ohne das wäre der Speedrun noch viel schwieriger. Also da kann man wirklich sagen, Gott sei Dank haben die Entwickler so eine Safety eingebaut, so dass man nicht nochmal in den Dungeon reinrennen muss, nachträglich. Weil sonst wäre das wirklich chaotisch geworden mit dem Schaden, den man bekommt. Ja, ja. So viel ist so One-Way eben, du kommst nicht zu jedem Dungeon wieder zurück. Genau. Hier zum Beispiel kann man nicht lang. Hier konnte man zum Beispiel nicht diesen Orb-Cancel machen, weil das Portal würde nicht erscheinen. Hm. Das ist der einzige, bei dem man es nicht machen kann. Sonst im ganzen Spiel kann man es immer machen. Ja. Zumindest im Speedrun. Ich weiß jetzt nicht casual, ob es da auch noch irgendeins gibt, der buggy ist. Aber ja. So, und jetzt haben wir schon den mehr oder minder schlimmsten Part von Edwards Gefängnis überlebt. Das ist auch so selten, dass dann hier ein Run resettet wird. Es sei denn, es passiert sowas wie hier gerade und die Fledermäuse haben Interesse. Und jetzt bist du der Vater, oder wie? Das ist nicht der Vater, sondern das war Fridan, der Krieger, oder die Kriegerform, genau. In die du dich verwandeln kannst. Ach so. Genau. Ja, der eigentliche Story ist es, dass übernatürliche Wesen Gaia hat dich damit beauftragt, da fällt ein Komet auf die Erde zu und das musst du verhindern. Ne? Und dazu, mit deinen Fähigkeiten kannst du das, du musst über die ganze Welt reisen und verwandeln. Du hast Verwandlungsmöglichkeiten, wie in Fridan, den Ritter, der Geist deines verstorbenen Ritters war, irgendwie so auch. Es ist auch schon ein paar Jahre wieder her. Ja, das ist ein bisschen kompliziert mit Fridan, da weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht ganz genau, wie das zustande kommt. Aber in dem Spiel, die Story
war nicht ganz so eindeutig immer. Nee. Ne? Bisschen wild, stellenweise. Ja, es ist wie viele kleine Geschichten zusammen. Ne? Also die Charaktere geraten dann in irgendetwas Neues, in einer neuen Gesellschaft, irgendwas an einem anderen Volk, was gerade da seine eigenen Probleme hat. Und da wirst du so mit reingezogen. Wie immer eigentlich. Ja. Und viel ist echte Locations aus der richtigen Welt. Oh. Ne? Also, im Spieleberater war auch eine große Sektion, die dann gezeigt hat, guck mal, Angkor Wat, das ist hier. Ich glaube, Kambodscha oder so. So habe ich auch, statt Erdkunde habe ich das gelernt. Nice. Darum hast du auch nur eine 5 bekommen. Woher weißt du das? hatte ich eigentlich meine, ich hatte die Geschichte wahrscheinlich anderswo erzählt, aber das werde ich mal einführen oder mal kurz erläutern, wenn wir irgendwo ein bisschen Zeit haben. Mhm. Aber wie ich mal Kinder abgezogen habe, weil ich Illusion of Time haben wollte. In einem Turnier. Ja. Also jetzt ist Zeit. Jetzt ist Zeit. Ja gut, als Illusion of Time rausgekommen ist, ich habe es bei Karstadt gespielt, oder ich glaube, es war Karstadt irgendwo hier in Hamburg, und damals nicht genug Geld gehabt, um es mir zu kaufen. Mhm. Ja, aber am Tag darauf gab es bei dem Karstadt ein Mario Kart Turnier, ein Super Nintendo Mario Kart Turnier. Ne, und da hieß es, ey, du kriegst was Besonderes, wenn du es gewinnst. Ich dachte, oh, kann man sich vielleicht ein Super Nintendo Spiel wünschen? Also ich weiß es nicht. Bin beim nächsten Tag hingegangen. Mario Kart Turnier. Ich war der Einzige, der nicht über 12 Jahre alt war. Okay. War so 16 oder 17 oder sowas, ne? Ich habe die Kinder natürlich komplett abgezogen in Mario Kart. Und ich dachte, okay, jetzt kommst, jetzt darfst du dir Illusion of Time wünschen. Pustekuchen, ich habe eine Mario-Armbandur bekommen. Die fast genauso gut. Fast genauso gut. Ich musste mir dann später von der Videothek ausleihen und dann selber kaufen, als ich genug Geld hatte. Und die Armbandur hat auch noch aufgehört zu schlagen irgendwann mal. Die armen Kinder, du hast ihnen die Uhr weggenommen. Ja, das war mein Neckermann-Street Fighter-Turnier-Moment. So, jetzt ist hier ein neuer Charakter erschienen, obwohl, den hat man eben schon kurz gesehen gehabt, ist die Lilly. Wir gehen jetzt in ihre Heimatstadt, so war das, glaube ich, ist ein versteckter Ort, da kann nicht jeder hin, oder ich meine, schon, da kann jeder hingehen, aber er wird dann keine Stadt sehen oder kein Dorf, kann man jetzt nicht so nennen. Nur wenn man hier Lolas Melodie spielt, und das ist die Melodie, die die Tante von Will, dem Will beigebracht hat. Hm. Ein Zufall, dass das so funktioniert. Ja, das ist seltsam. So, jetzt, wie durch Magie, ist auf einmal viel Leben hier. Hui. So, jetzt gehen wir kurz hier rein. Nicht, weil wir die nette Lady da besuchen wollen, sondern sonst müssen wir warten, bis Kara und Lily hier den ganzen Weg nach rechts gelaufen sind. So kann man das quasi schon skippen. So, und jetzt müssen wir uns heilen. Das ist ärgerlich. Uns fehlt genau ein HP. das ist auch die Sache, warum dann in Edward's Castle noch viel resettet werden kann. Weil das Early Game, seitdem da auch ein neuer Trick in dem, ich sag jetzt mal, zweiten Dungeon, der gleich kommt, gefunden worden ist, wurde das sehr, sehr HP-abhängig. Vorher, wenn man ein HP nach dem Edward's Castle hatte, war das völlig egal. Aber da wurden ein paar Sachen gefunden, dass man da einen gewissen HP-Pool braucht, damit man auch wirklich alles machen kann, um die gesamte Zeit zu sparen. Mhm. Deswegen braucht man mindestens 7 HP. Ich hatte eben 6 HP, ärgerlich. Aber auch kein Psycho-Dash bekommen. Oh, ja, genau. Was folgt darauf? Ja, Psycho-Crusher. Werden wir es auch hier so brauchen, sonst kommen wir auch nicht weiter. Muss dabei erstmal beißen, Dollar fahren. Ich weiß gar nicht, ob wir auch nach Thailand kommen in den Spiel, aber es kann durchaus sein. Ja, genau, deine Fähigkeiten, so typisch Action-Adventure-mäßig, werden verbessert. No? Zum Beispiel durch den Psycho Dash hat man gerade gelesen, du kannst jetzt Wände kaputt hauen, einige. Genau. Right? Ja. So, Ja, auch immer cool, dieses Laufen über die Pisten. Ja. So, Nessa, hier auch wieder, ne? Man darf nicht vergessen, man muss hier immer mit Double Tap rennen. Also das Rennknopf hätte dem Spiel wirklich sehr gut getan. Mhm. Gerade weil auch viele Strats mit Rennen verbunden werden. Wie hier zum Beispiel am Anfang bei dem Skelett, als ich da durchgerannt bin. Da muss ich dann quasi rennen, schlagen und dann innerhalb von 8 Frames runterdrücken und wieder nach links drücken. Ah. Also in dem Fall, ne? Und das ist dann manchmal schlagen, runter und nach links innerhalb von 8 Frames. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend dann. Aber ne, es macht echt sehr viel Spaß. Und das ist die Moondrive Challenge. Das ist im
Casual-Spiel wirklich ein absoluter Witz, muss man sagen. Wenn man alle Upgrades hätte, würde man mit einem normalen Schlag 3 Schaden machen, die haben 6 AP, und mit einem Psycho Dash würde man sie sofort töten. Mhm. Ohne die Upgrades macht man nur 1 Schaden und mit dieser Sprungattacke macht man 2. Okay. Also das ist dann am Anfang war das echt sehr schwer zu lernen, dass ich, also das hat erstmal eine Weile gedauert, bis ich das überhaupt geschafft habe einmal. Ne, man hat ja wirklich nur 20 Sekunden Zeit und das Spiel geht davon aus, du bist maximal overpowered hier und kein Problem. Mhm. Aber nicht zum Speedrun. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Dungeon. Ne, schon Ika-Ruin. Okay. Und die Karte sich da versteckt. Die hat genau gewusst, dass wir hier ankommen werden. Die durfte eigentlich nicht mit. Mhm. Ist so gefährlich. Mhm. Genau. Wer soll uns denn noch regieren, wenn ihr was zustößt? Ich kann mich auch, also ja, kann mich gut erinnern, eben weil ich sie vor ein paar Jahren nochmal durchgespielt habe. Die Dungeons werden durchaus sehr verzahnt irgendwann mal. Ne? Also jetzt geht's noch halbwegs, aber ich kann mich auch, also wenn ich nicht mit dem Spielberater gespielt habe, verlaufen häufiger mal. Hm. Ja, genau. Und auch sehr groß stellenweise. Und man wird sehr viele Death Warps verwenden. Also man wird absichtlich sterben. Öfters mal in sehr vielen Dungeons, weil einfach zurücklaufen dauert sehr lang und glücklicherweise verliert man keinen Progress, wenn man stirbt. Was hast du jetzt genau bekommen? Das ist ein Item, was wir jetzt auch hier gleich brauchen, damit wir weiterkommen. So, ein damit hier quasi die. Ja. Okay. Genau, also um im Dungeon überhaupt Progress zu machen. Mhm. Und jetzt kommt ein kleiner Glitch, oder was heißt kleiner Glitch? Der spart so 45 Sekunden. Sieht sehr spektakulär aus, aber glaub mir, das ist wirklich sehr einfach. Praktisch. Sehr praktisch. Deswegen brauchen wir noch diesen HP-Pool. Jetzt habe ich genau noch 2 HP über. Mhm. Und den Pool brauchen wir nicht. Idealerweise. Ich meine, der nächste Boss, der jetzt kommt, der macht ohne Upgrades 7 Schaden. Also wenn ich dann nicht voll live bin, so bin ich sowieso mit einem Schlag tot. Ja. Fand ich auch recht heftig, auch muss ich sagen. Hm. Beim ersten Spielen. Mhm. Auch jetzt hier, normalerweise würde man, der Dungeon ist eigentlich viel, viel größer und man würde eigentlich eine Windmelodie noch holen. Und die würde man dann hier in dem Raum spielen und dann würde hier dieses Teil glänzen. Dann würde man sehen, ah ja, da muss ich stehen bleiben. Das ist der Trigger, quasi den nächsten Gang freizuschalten. Aber Gott sei Dank ist es keine RNG, es ist immer gleich. Sehr gut. Ja, wenn sie clever gewesen wären, hätte sie es gerandomized, ne? Ja. Es gibt in der Tat auch einen Illusion of Gaia Randomizer. Da ist das gerandomized. Oh, da kann man es dann nicht einfach so umgehen. Und jetzt gucken wir mal beim nächsten Boss. Gibt es einen sehr, sehr schweren Trick. Oh, das war nicht so gut, macht aber nichts. Den kann man in einem Cycle mit Freedom töten. Aber das erfordert, glaube ich, 16 Frame-Perfect-Inputs. Und 4 dürfen 2-Frame-Window sein. Also schauen wir mal. Und es ist auch irgendwie abhängig. Sehr cooler Sprite. Das war eine 25% Chance im Prinzip, dass es passiert. Aber nicht schlimm. Da hat mich quasi der Orb gezwungen, die Position zu wechseln. Mhm. Ne? Und wenn du Glück hast, kann ich dann einfach weiter draufhauen. Es sah nicht schlecht aus, hätte was? Der One-Cycle werden können, aber das ist wirklich eine Sache von Frames. Also 16 Mal Frame perfekt. Der erste Schlag muss natürlich auch ganz speziell sein oder ganz präzise. Wenn der nur 2-3 Frames zu spät ist, dann kann es schon gar nicht mehr klappen. Mhm. Vor allem, wenn man und bedenkt, dass du nicht einmal dabei getroffen werden darfst. Ja, ja. Genau. Und ich sag mal, der Taz macht den Boss mit Will in der Tat. Er muss aber 2-mal diesen One-Cycle Cast-Off machen mit Will. Und das ist in Echtzeit, das ist unmöglich einfach. Ne, dann spart man sich quasi, oder der Tash spart sich dann diese Verwandlung zu Frieden und wieder zurück. Mm. Aber das ist leider Gottes unmöglich. Ja. Sia, kannst du uns erklären, warum wir jetzt auf einem goldenen Inka-Schiff sind?
Ich habe nur drauf gewartet. Was denkst du, warum? Es wird was Banane, es wird irgendwas Komisches sein. Erzähl's einfach. Naja, zumindest anscheinend sind wir jetzt auf einem Schiff eines eigentlich schon längst ausgestorbenen Volkes und reisen mit denen übers Meer. Aber du warst doch eben noch irgendwo auf dem Berg, oder? Naja, das war, glaube ich, dann die Reste dieser Zivilisation. Und jetzt lebt sie auf einmal wieder. Ah, gar nicht mal so dumm. Gar nicht mal so dumm, aber so, ey, das Spiel wirft dich wirklich in komplett teilweise absurde Richtungen, in die du gar nicht denkst. No? Ja, okay. Ja. Jetzt haben wir Land gesehen, oder wie war das? Genau. Jetzt müssen wir wieder schlafen. Weil jetzt ist Sewell müde geworden. Ja. Es war auch ganz anstrengend hier auf dem goldenen Schiff. Zum Glück passiert nichts Schlimmes. Jetzt träumt Will von seiner Mutter. Leider wissen wir nicht genau, was sie sagt, weil sie hat sehr schnell gesprochen. Mhm. Das ist in Träumen so. Ja, ja, ja. Darum erinnert man sich ja auch nicht mehr an den Träumen. Ja, und er hat ein bisschen lang geschlafen, denn die Gesellschaft ist wieder ausgestorben. Oh. Und der Inka-König ist eine Mumie geworden. Hm. Die gehen doch komische Sachen vor sich. Das ist ein Geisterschiff. Mhm. Ja, und hier, das ist Lance. Also es gibt, der grüne ist Lance. Dann haben wir da drüben noch Kara und Lily gehabt. Und der lila ist Seth, der dann quasi festgestellt hat, dass Will besondere Kräfte hat in der Höhle am Anfang. Mhm. Das hier ist Eric. Leider werden wir nicht viel vom Seth mitbekommen, weil der wurde jetzt leider von einem großen Monster gefressen. Oh nein. Es gibt leider keine HD-Cutscene davon, aber muss man sich vorstellen. So, und jetzt sind alle irgendwie weg. So, und auch hier ist quasi wieder eine Sache von bestimmten Trigger. Der Trigger eben war, ich muss zweimal mit dir reden und dann das Fleisch essen. Mhm. Und auch hier einmal den Fisch hauen und dann kann man quasi hier seine Jump Attacks üben. Darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Mechanik hier, diese Jump Attacks. Mhm. Weil während dieser Animation ist Will unverwundbar. Mhm. Und ohne diese Animation oder wenn das nicht so wäre, dann wüsste nicht, wie das Spiel dann aussehen würde, bei manchen Bossen später. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich weiß nicht, da würde man wahrscheinlich jeden Boss mit Freedom machen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein Spoiler war. Wobei, eben haben wir mit Freedom einen Boss gemacht. Ja, aber sonst werden wir eigentlich im Prinzip fast jeden Boss mit Will machen. Okay. Einfach weil die ganze Verwandlung immer sehr lange dauert. Quasi erstmal zum Portal rennen, Freedom holen, wieder zurücklaufen. Und es ist wichtig, dass man genau diese Methode meistert, quasi die diese Jump Attacks. Das ist jetzt eine der längeren Story-Sequenzen. Wir sind hier für viele, viele Tage mit dem Floß unterwegs und ich meine, die Prinzessin ist noch ein bisschen. Müssen nicht was trinken langsam mal. Naja, sie ziert sich. Ne? Sie will ja nicht jetzt hier den rohen Fisch essen oder so, sondern das ist das Einzige, was sie eigentlich am Leben halten würde. Mhm. Ne? Und die beiden lernen sich auch besser kennen, während dieses Tribunal. Während dieser Katastrophe. Ja, während dieser Katastrophe, nennen wir es so. Ja. Das ist kein schöner Ausflug. So, und jetzt wird es ein bisschen romantisch. Ne? Sie kommen sich ein bisschen näher. Ja, die Auswahl ist auch nicht besonders groß da. Oh oh. Ja, so, hör jetzt doch mal auf, zu hauen. Das mache ich immer, das ist mein Ritual. Immer Kara, böse Kara. Du fächelst dir Luft immer zu. Das heißt da draußen. Wie die Maylene Terranigma. Ja, auch hier ein großes Thema, der Kreislauf des Lebens. Mhm. Wie bei allen Quintet-Spielen eben. Ja, und jetzt geht es dem Will irgendwie schlecht. Und ich weiß nicht genau, auf einmal sind sie dann hier gelandet. Er hat dann, ich glaube, er hat dem Will Vitamin C gegeben, es hat ihm gefehlt. Und dann ging es dem Will wieder besser. Er war kurz vor Skorbut, der Arme. Ja. So, ist es das Wasserdorf oder wo sind wir? Noch nicht. Das war die Küste, die Diamond Coast. Ah, da sind wir. Okay. Mhm. Jetzt darfst du auch gleich wieder Plotwendung erklären, Sia. Okay.
an der Diamantenküste. Schatz, das ist wunderschön hier, ne? Mhm. Die Rosenblätter fliegen durch die Luft. Wie kann es nicht Schlimmes geben, schöne eigentlich? Architektur, mhm. Fantastisch, aber auch Sektenanhänger. Naja. Was hier wohl passiert, ne? Schauen wir mal, was so in der Höhle hier drin ist. Wo kommt denn der Reichtum von diesem ganzen, von dieser ganzen Stadt hier? Sklaven! Oh mein Gott! Möchtest du einen Sklaven kaufen? Hier im Sklavenmarkt. Bei Sklaven aus. Bringen die was für den Run? Ich glaube nur die Story weiterbringen. Okay. Genau, und zwei rote Juwelen, glaube ich, kann man hier im Freezer bekommen. Ja. Und hier der Eric, der wurde auch fast zum Sklaven. Aber deswegen habe ich mit dem dritten Sklaven gesprochen. Der hat mir dann erzählt, oh, irgendein Junge wurde da verschleppt in dem Haus. Und dann bin ich da mal hingegangen und ja, tatsächlich mein guter Kumpel Eric. Dann haben sie sich geschnappt und wollen auch verkaufen, aber geht nicht. Hat er jetzt kommen die Diamond Mine. Glück gehabt, ja. Du kommst nochmal zurück und zerstörst sie alle, oder? Ja, leider nicht. Oh. Ja, aber dafür gibt's jetzt den Abstecher in die Blutdiamantenmine. Ja, und das ist in der Tat auch schon... Deswegen werden die wahrscheinlich versklavt, damit sie hier... Ja, die Leute werden versklavt, um nach Blutdiamanten zu schürfen. Und ich glaube, hier befreist du immerhin eine Handvoll Sklaven. Okay. No? Einen. Einen, immerhin. Ja. Der passt auch in eine Handvoll. Zwei waren's. Oder waren es vier? Oh Gott, das ist so die Sache. Ich glaube, es sind sogar in der Tat vier, ja? Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe nur am Ende gedacht hier, aber nee, man kriegt ja noch von dem einen was, von dem anderen kriegt man was. Aber ja, du könntest aber mehr. Du könntest in der Theorie mehr, weil man hat ja schon welche gesehen, die da mit den Peitschen-Echsen in den Ecken dann versteckt sind. Genau. Man könnte bestimmt 8, 9 Stück befreien, aber kostet leider Zeit. Wer sind denn jetzt die? Muss man 100% spielen. Wer sind jetzt die Sklaventreiber? Diese Echsenmenschen oder die Sektendudes? Wahrscheinlich beide, ne? Boah, lass mich mal zusammenkriegen. Es kann sein, dass das hier die Handlanger sind und dann die Schäppkes, da gibt's auch so ein Haus, ein größeres Haus, wo die dann daraus firmieren. Okay. Na? Vielleicht sind die auch nur hier angestellt. Söldner. Die Lizard-Söldner. Ja, genau, die Lizard-Söldner sind das. Und die Liz Eye of the Beholder. Oh, dadurch die Wand ein bisschen. Genau, das sind quasi einige von diesen Orb-Cancels. Die machen wir jetzt eine Manne für dieses Auge. Oh, hoffentlich klappt das noch. Ja, damit das Auge quasi zu uns kommt. Ganz bestimmtes Movement. Also müsste man da wirklich reinlaufen und ne. Verfolgen, aber es ist ein sehr guter HP-Pool, das ist sehr gut, das ist eine sehr wichtige Stelle. Da bin ich nämlich gestern mal im Practice Run gestorben und es kostet dann 1 Minute 40, das will man nicht haben, da muss man durch die ganze Diamond Mine laufen, aber perfekt, alles gut. Das ist so ein kleiner Moment, ein Schreckmoment. Bei einer Diamantenmine, da will man in der Tat auch einige Death Orbs machen, aber erst wenn man dann immer die Key-Items hat, nicht davor. Ja. Als du noch richtig im Training warst bei dem Spiel, wäre das schon ein Reset-Punkt gewesen, wenn du diese eine Minute extra machen müsstest? Es wäre schon in Edwards Castle ein Reset gewesen am Anfang. Das ist wirklich sehr optimierter Run. Und ich habe auch diesen One-Cycle-Cast-Off, den habe ich in der Tat im Run auch hinbekommen. Das spart 15 Sekunden. Und das Spiel hat zwar eine Menge RNG, aber das ist schon mittlerweile sehr ausgegrindet. Dass da nicht mehr viel Leeway ist. Man kann sich nicht mehr viel leisten. Ah, jetzt kannst du ballern mit ihm. Im gechargten. Ah, wie so ein Buster-Shot, oder? So ungefähr, ja. Wir haben die Ketten durchgehauen mit dem Schwert. Okay, ich hab's gesehen. Das war der Sklave, genau. Das war Nummer 1. Er hat zufällig den Elevator. Wir haben es natürlich gemacht, um ihn zu befreien, nicht um den Schlüssel nur zu bekommen. Ja, das war ein Bonus. Genau. So, und jetzt hier sterben, weil sonst müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Deathwarp. Geht auch fix. War gut. Ja. Eine lange Animation. Also, wenn man dran zurückdenkt, das Spiel wurde hier von Nintendo veröffentlicht. Also, offiziell ist Nintendo-Spiel. Mhm. Ja, die haben eine Spieleberater gemacht, ja, die haben Fernsehwerbung geschaltet dafür. Ich war ja schon ein bisschen älter, als das Spiel rausgekommen ist, jetzt nicht kein Kleinkind oder so. Aber so eine Themen waren sehr ungewohnt für so ein offizielles Nintendo-Spiel.
Ja, das war. Da gab es ja dann auch. Deswegen wurde ja dann, glaube ich, auch Terranigma nicht released in Amerika. Weil es da auch so ein bisschen. Ne, nicht so gewollt war, vielleicht solche Themen. Aber in Illusion of Gaia oder Illusion of Time, da ging das Ganze mal durch. Da haben sie es noch gemacht. Da habe ich fast gedacht, bei Terranigma kann es auch sein. Es war ja schon so spät rausgekommen, ob da noch jemand Super Nintendo-Spiele haben wollte in Amerika. Also hier ist es ja auch. Also irgendwann selbst diese Spieleberaterspiele gab es tatsächlich in der Grabbelkiste hier, Terranigma und so weiter. Was sie wahrscheinlich auch schon erzählt haben. Da ist der zweite Dude. Ja. Da ist der zweite Key. Genau. Und der Dude. Das ist Nummer zwei. So, der Raum ist hier in der Tat auch sehr gefährlich, weil man will zwar Damage nehmen, aber nur an bestimmten Stellen und am besten nicht gleich sofort, weil man dann auch wieder einen Death Warp machen möchte. So, die HP, die nehme ich jetzt einfach. Aber auch ein Killerraum, deswegen macht man den erster, man braucht jetzt hier zwei Schlüssel. Und der Raum hier, der ist natürlich etwas leichter, deswegen macht man den danach. Jetzt kann man sich hier nochmal vom Wurm treffen lassen. Und jetzt kommen dann gleich nochmal drei Sklaven, die wir befreien könnten, aber aus zeittechnischen Gründen wird es dann doch nur einer werden. Bisschen fies, aber tja. Der gute Sam, der hilft uns halt weiter. Ich glaube, die werden es verstehen, wenn er sagt, es geht um einen Speedrun. Ja. Die anderen beide, hey, what about us? Und der bringt uns jetzt die, ich weiß nicht, woher er das kann und wie was wo, aber er kann auf jeden Fall die Melodie, die dein Gedächtnis zurückbringt. Mm, ist ja von den Bravo-Hits. Ja. Ja. Und so, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, aus der Diamantenmine oder Blutmine. Zack, und zurück zum Start. Ja. Genau. Und jetzt können wir, auch wenn man es eben nicht gesehen hat, in Freezer dann auch all unsere ganzen Kumpels, die auch irgendwie vom Schiff geschleudert worden sind, außer Seth, der wurde ja gefressen. und der gute Eric hat sein Gedächtnis verloren. Und genau deswegen müssen wir in die Diamantenmine, weil ich glaube, der Sklave hat es auch verraten, irgendwie so, ich glaube, in der Diamantenmine gibt es einen Sklaven, der dieses bestimmte Lied kann. Jetzt und, hört er die Melodie und das Gedächtnis. Das versteht er alles auf einmal. So von wegen, ich kenne diese Melodie, mach diesen Krach aus. Ich kann mich wieder an alles erinnern. Und jetzt kann man auch mal ein bisschen mitlesen. Diesen Text, den kann man nicht so schnell wegdrücken. Aber ja, Heimweh, Melancholie, wir erinnern uns. Wie es damals war. Genau. Ich glaube, der eine sagte auch, es war wie damals im Mutterleib, ne? Ja, da wird so ein bisschen drüber geredet, so. Die Kara redet dann von ihrem Vater, Edward, der dann hier viele Leute getötet hat, hier in Länder. Einmarschiert ist. Einmarschiert ist. Und finde sie natürlich ganz schrecklich. Und hier Eric fragt sich, geht's dem Seth eigentlich noch gut? Natürlich. Und ja, wenn der wüsste. Der wird gut verdaut gerade, ne? Ja, ey, so die Könige in Quintet spielen alles irgendwie Arschgeigen. Hier bei Terranigma, ich glaube, ein Soulblazer auch, wenn ich es nicht komplett falsch im Kopf habe. Sind immer die Emperors oder die Könige. Irgendjemand muss ja Schuld haben. So, und jetzt, ich weiß gerade nicht, wie es dazu kommt, aber irgendjemand hat wohl die Idee gehabt, hey, lass doch mal den Cousin von Will besuchen, der Neil. Ja, wenn er schon mal hier wohnt der Neil einsam. Ist. Ja. Er wohnt hier irgendwo einsam, ist so ein bisschen so eine Art verrückter Wissenschaftler, verrückt vielleicht nicht, aber Wissenschaftler, sagen wir es einfach mal. Und der hat hier lauter Sachen. Und hier sind die Story-Trigger quasi, man muss all sein Zeug bewundern quasi. Der will nicht vorher gehen. Der sagt dann, bitte schau, guck dich mal hier um. Ich habe doch so coole Sachen. Ich will ein Kompliment hören. Wenn du schon mal hier bist. Ja. Ne, der ist jetzt so lange so einsam gewesen da und keiner spricht mal ein Kompliment aus. Ey, coole Uhr oder was du da gemacht hast. Das will er hören und dann, okay, jetzt können wir gehen. Lebhafte Party. Ja. So, und jetzt sollen wir uns hier auch ein bisschen umschauen. So, jeder guckt sich ein bisschen um. Dann müssen wir dann mit bestimmten Leuten an bestimmten Stellen reden. So. Weiß ich auch noch, dass ich die Trigger irgendwie nicht sofort gefunden habe. Was muss ich hier nochmal machen? Mit wem quatschen?
Ist ja auch recht groß, die Location. Genau, da muss, man muss da rechts mit Kara sprechen, sobald sie gestoppt ist, dann links mit Lilly und dann nochmal mit Kara. Und dann geht das weiter, dann erscheint unten die Seele. Und auch hier kommt jetzt gleich quasi, wo ist es gelandet, ne? Hier, da muss man quasi eine Frage beantworten. Und ich dachte mir schon, oje, das werde ich sicherlich irgendwann mal im Speedrun versauen. Und dann ist es mir wirklich mal passiert. Aber man wird hier gar nicht gepunished, also auch nicht im Casual Play, wo dann sagt er einfach, oh, nee, stimmt nicht, probier's nochmal, quasi. Ich dachte mir halt wirklich, die laufen dann wirklich alle an verschiedene Stellen und dann muss ich nochmal, hier werde ich nochmal gefragt, aber nee, der sagt einfach, nee, irgendwie nicht so. Da hat jemand also keinen Bock, das zu programmieren, anscheinend. Ja. So, jetzt kommen wir schon in den nächsten Dungeon. Kann man wieder erklären, wie man genau dahin kommt. Er hat sich weggebeamt. Ja, was für ein Dungeon wird das sein, Sia? Sky Dungeon. Ja, wir sind im Sky Garden, direkt hoch über den Scharbildern von Nazca. Ah, mit, da unten sieht man das sogar noch. Mit den Würmern aus Elden Ring. Ah ja, genau. Na, die kennst du noch. Mhm. Auch ein recht verwirrender Dungeon, muss ich sagen, weil hier, du kannst nämlich auf die Rückseite springen. Wow. Ja, doch, daran erinnere ich mich sogar noch. An diese komische Mechanik in einem Dungeon. Sag mal, im Casual Playthrough ist es auch ein wirklich knackiger Dungeon. Also, bis man da dann mal alles so gefunden hat, ja, das ist gar nicht so leicht. Und hier kommt glücklicherweise wieder unsere Mechanik, die wir eben eingesetzt haben. Death Orbs. Genau. Können wir einfach hier immer einsetzen. Dann brauchen wir da nicht immer zurücklaufen. Du kannst nicht in den Abgrund springen für den Death Orb, weil du dann jetzt wieder auf der anderen Seite. Ja. Aber ist eine coole Idee. Und jetzt, hier ist einer der größeren Räume. Da werden wir in der Tat Frieden holen, weil wir Frieden brauchen. Und man will natürlich immer erst sterben, sobald man den Crystal Ball hat. Muss ich auch jetzt gleich wirklich sehr aufpassen. Oh, das, so wollte ich das nicht haben. Auch okay. Da kann man in der Tat auch einen Hardlock machen bei dem Crystal Ball, bei dem nächsten. Ist mir noch nie passiert. Keine Sorge. das hat mit dem Orb-Cancel zu tun. Weil da sind dann gleich mehrere Steine vor der Truhe und mit dem Orb-Cancel kann man das quasi schon umgehen und schon die Truhe aufmachen. Mhm. Aber das Spiel erkennt quasi so, die Animation von dem Orb geht ja noch durch. Wie kann der die Truhe öffnen? Mhm. Und wenn man das dann macht, dann hängt sich das Spiel einfach komplett auf. Hoffen wir mal, deswegen, dass das nicht passiert. Nee, das kann auch nicht passieren. Gut. So ein bisschen safer. Hier hätte ich normalerweise einen Hit genommen, aber wir wollen aufpassen, dass wir nicht vorzeitig sterben, weil auch hier die Gegner können manchmal wirklich nervig sein. Ein bisschen ärgern. So, jetzt quasi hier. Kann ich jetzt quasi schon rumlaufen. Jetzt habe ich extra lang gewartet, nur um ganz sicher zu gehen. Damit ja nichts passiert. Und jetzt können wir wieder sterben. Du wirst wieder zu Will zurückverwandelt, wenn du stirbst beim Death Warp, ja? Genau. Deswegen macht man auch die meisten Bosse mit Will, weil zurücklaufen mit Frieden würde einfach immer sehr, sehr viel Zeit kosten. Und jetzt dieser Raum hier ist Casual sehr, sehr schwer. Also lauter Rätsel. Und im Speedrun kann man sagen, nicht der allerschwerste. Gott sei Dank. Normalerweise müsste man hin und her zwischen der Unterseite, Oberseite, dann Schalter aktivieren, dann kommen so Blöcke raus, dann müssen Blöcke weg und dein Gesicht hat gerade alles schon gesagt, Gregor. Das ist so für mich, das war ein kompletter Abend, was du da gerade gemacht hast, so ein paar Sekunden. Ja, also wirklich kompliziert und da kann man dann glücklicherweise einfach das komplett überspringen. Ja, und denk dran, ich hatte 3 Tage von der Videothek, ne? Selbst Mitspieleberater oder sowas. Ja. Ne? Also du guckst, warte mal, aber ich sehe doch nur jetzt Screenshots, wo das ist, aber nicht exakt genau was. Das war schon ordentlich Druck. Ja. Damals warst du ja auch noch kein Profi-Speedrunner. Damals nicht, genau. Ja. Ganz im Gegensatz zu heute. Ja. So. Aber beim Replay vor ein paar Jahren, also da habe ich es jetzt auch nicht auf Speed angelegt, aber ich bin nicht so schlecht durchgekommen, meine ich mich zu erinnern. Wie viel am Ende gebraucht? 10 Stunden oder so? 12?
aber casual eben gespielt mit Vorlesen und alles als Let's Play. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch einen Crystal Ball holen und dann können wir endlich zum nächsten Boss. Der in der Tat auch, der war lange Zeit so der, wie soll ich sagen, der leichteste Boss im gesamten Spiel. Aber dann wurden auch dort neue Strats gefunden und jetzt ist er, also nicht vom Überleben her, der schwierigste. Das kann auch passieren, dass ich da sterbe. Ist aber nicht ganz so schlimm, das kostet nur 40 Sekunden. Aber den optimal zu spielen, das ist wirklich eine Fuchtelei, da ich jetzt mache. Das wird man gleich sehen. So. Auch hier, das ist, man muss sich so treffen lassen, weil sobald der Will oder Frieden nur eine Kante berührt, wenn er die quasi nur anguckt, springt er sofort runter. Und mit den Debuffs von dem Schwert fliegt man quasi gegen die Kante, aber fliegt nicht runter. Okay. So, und jetzt kommt schon der Viper. Hoffen wir mal, dass wir einen schnellen Kampf kriegen. Leider auch sehr RNG-heavy. Ja, also schon passiert. Der macht aber auch Schaden. Zwei Hits und du bist tot. Das ist so ein Secret of Mana Kampf, ne? Vögel, Plattform, wegpusten. Ich glaube, Link's Awakening hat ja auch so einen. Ja. Terranigma hat aber auch so einen Fight. Mit so einem Vogel. Ja, viele der RPGs und Action-RPGs damals. Also war ein bisschen besser, aber ne, mit diesen Attack-Cancels quasi, dass ich quasi nach oben gucke, schlage, rechts tappe, wieder nach oben gucke, schlage und das die ganze Zeit. Und die Sache ist, der Viper hat auch eine unterschiedliche Position stellenweise. Ich wollte gerade splitten. Und er kann dich mit dem Wind, er kann quasi außer Reichweite sein, er kann unterschiedliche Positionen haben, er kann dich mit dem Wind weiter wegdrücken oder halt gar nicht wegdrücken. Und da ist es dann immer schwierig, darauf zu reagieren, weil man ja auch nicht getroffen werden darf. Einmal ja, beim zweiten Mal ist dann Schicht im Schacht. So, und jetzt haben die auf einmal, der Neil hat ein Flugzeug. Der hat das schnell erfunden, er war doch Erfinder. Neil Wright wahrscheinlich, ne? Sehr cool. Ja, hat ein Flugzeug erfunden. Doppeldecker. Gleich. Dieses Spiel könnte man doch bestimmt auch ganz gut mit einem Arcade-Stick speedrunnen, oder? Allein vom Movement her, weil du so viel double-tappen musst und so. Hitbox. Hitbox, das noch krasser. Das haben wir nie probiert. So, und jetzt können wir auch hier einen kleinen Trick machen, aber ja, ne? Haben die Entwickler wohl vergessen rauszumachen. Man kann hier einfach die... Der Psycho-Dash quasi vom Will, wo er dann leuchtet, dann leuchten alle Fallschirme auf. Sehr praktisch. Bringt leider nichts. Ich hab mich schon gefragt, warum die Fallschirme leuchten. Ja, jetzt sind wir in einem verlassenen Tempel mitten im Wasser gelandet. Aha. Wie der Zufall es will. Ein Labyrinth dazu. Also anfangs. Genau, wo Skelette rumlaufen. In der Tat am Anfang relativ verwirrend, aber man muss sich einfach nur merken, man muss fast immer die Tür nehmen, die am nächsten dran ist. Mhm. Und dann geht es irgendwie. Ja, aber ich erinnere mich, dass ich sehr oft als Kind abgefuckt war, weil es so viele Labyrinthe in diesem Spiel gibt. Meinem Spieleberater war das alles so ausgewiesen, okay, Tür A führt da zu A, da ist B zu B, da ist X zu X. Ich erinnere mich. So, du hast Lilly getroffen und sie hat sich in eine Fee verwandelt. Mhm. Und da hat sie dann den einen Stein gefunden in dem Ding. Die Story dahinter weiß ich auch nicht genau. Ach, das ist eine Fee. Ja, so eine Art. So ein bisschen Tinkerbell-Style. Das sah aus wie so eine Pusteblume. So sehen Feen nun mal aus. Okay. Wenn du nicht genau hinguckst. So. Und der Stein wird jetzt hier reingeworfen und dann hat man irgendwie wieder Wasser. Ganz genau weiß ich es auch nicht mehr genau, aber auf jeden Fall sind alle Skelette weg und die Menschen sind wieder dort an dem Ort.
der Raum sieht so ein bisschen aus, wenn du da Dünger machst, dann kannst du die Pflanze im Haus außen bekämpfen. Mhm. Ne? So sieht er ein bisschen aus. Das sah schon nice aus. So ein bisschen wie Tentakel, die aus dem Wasser kommen. Ja. Guck mal, da. Ja, sind da die Sekten-Dudes. Ja, aber na, hier sind alles, ich glaube, das sind alles Schiffbrüchige, die hier gelandet sind. Ne? Und auch einer von der Sekte. Jetzt lebe ich nur mal hier. Kann ich auch mit der Sekte nicht viel anfangen, aber ich habe noch diese Roben. Irgendwie sowas. So. Kriegen wir auch hier noch von dem das Item, um weiterzukommen. Wir waren ja ganz am Anfang vor einer verschlossenen Tür. Hat man gar nicht so realisiert. Da müssen wir jetzt wieder hin. Also quasi am Anfang von dem Dungeon. Weil das war, jetzt haben wir nämlich den Schlüssel dafür bekommen, für Mu. Und dann wird's lustig. Genau. Mu kennen wahrscheinlich noch alle von früher, vom Casual Playthrough. Mu war einfach die absolute Hölle. Ist im Speedrun leider nicht anders, da ist noch viel schlimmer. Sehr anstrengend. Ja. Also ja. Der versunkene Kontinent Mu, man kennt ja Atlantis. Mhm. Atlantis war die Insel, oder eine Insel. Es gibt ja auch den versunkenen Kontinent Mu in den Legenden. Und da ist er rein zufällig. Okay. Inklusive einem recht anstrengenden Dungeon hier. Also sehr, sehr weitläufig mit vielen Abkürzungen. Oh, und kannst du dich ja dann sehr... was die Endbosse von diesem Dungeon sind. Dem Unterwasser-Mu-Kontinent-Dungeon. Nee. Ist ganz easy. Kommt man sofort drauf. Richtig. Ein paar Vampire. Das wollte ich gerade sagen. Die dich brechen mich doch nicht immer. Die dich mit einer Zeitbombe bekämpfen. Was Standard ist für Vampire. Natürlich. Aber First Try beim letzten Run. Kann ich stolz sein. Ja, ich sag mal, wenn man die ganzen Upgrades nimmt, vielleicht noch ein bisschen vollgepacktes mit Herbs, also Heilungsgegenstände und Freedom, dann kann man die schon ein bisschen, fertig machen. Mhm. Aber im Speedrun haben wir leider keine Upgrades. Wir haben in der Tat zwei Herbs. Also die sind so schwer und naja, ich sag mal, die RNGs dann natürlich auch noch entscheidend, dass alles andere ist inakzeptabel, also irrational, das irgendwie zu versuchen. Sie gehen ohne Herbs, natürlich, aber dann dadurch muss man sie auch langsamer spielen und kann nicht so risky spielen, weil teilweise sind die beide auf einem Punkt und da will man natürlich hin, um Schaden zu machen und da wird man dann fast garantiert getroffen und wenn man keine Herbs hätte, dann könnte man das natürlich nicht machen. Aber ja, schauen wir mal, es gab hier schon auch wieder ein paar kleinere Tricks und auch hier wieder alles ein bisschen schneller zu machen, aber die Gegner sind alle sehr gefährlich. Mhm. Man möchte hier einen Live-Pool behalten, einen gewissen Live-Pool, weil man auch hier wieder einen Death-Walk machen müsste. Mhm. Deswegen, das ist ein sehr guter Live-Pool. Das ist optimal, könnte man sagen. Lief alles reibungslos, ohne groß Schaden. Das ist sehr gut, weil gerade der Anfang ist sehr kritisch. Aber der Dungeon hat sehr, sehr viele Tricks. Nicht nur im ersten Raum, nicht im zweiten Raum, in fast jedem Raum sind da wirklich sehr, sehr viele schwere Strats. Und dann noch der schwere Boss, also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben mit dem Dungeon. Gut, bitte hier keinen Ärger machen. Okay, gut. Oh, nice. Ja, diese Magier, also man muss sagen, grundsätzlich haben die Dungeon die meisten Dungeon in Illusion of Gaia haben gar nicht so viel RNG. Mu hat leider sehr viel RNG. Hier, dieser Magier, der da unten gespawnt ist, der hätte auch einfach hier auf der Rampe spawnen können, während ich nach oben schieße. Mhm. Und dann stackt man auf der Rampe und, oje, dann ist im Prinzip schon, erstmal schon tot. Aber das ist gut, so in der, hier Diamantenmine zum Beispiel oder in der Inka-Ruin. Die Dungeon sind sehr, also größtenteils, sag ich jetzt mal, sehr berechenbar. Da weiß man, okay, die stehen immer an derselben Stelle. Und dann gibt es halt noch Mu, wo dann quasi diese Feuersnakes da kommen, sag ich jetzt mal, oder Energy Snakes. Diese Magier. Aber das ist dann immer teilweise sehr unberechenbar. Gerade die Magier, die können wirklich, wenn die mal wirklich Bock haben, können die das Leben schwer machen. So, und jetzt kriegen wir schon die nächste Fähigkeit, und zwar den Slider. Der Slide.
Genau. Und das, was ich quasi... Und das, was ich jetzt eben quasi auch am Anfang vom Dungeon gemacht habe, quasi durch diese zwei blauen Schleime da, diese Schlagen und Durchrennen mit Will, das geht jetzt nicht mehr. Das ist, sobald man diese Fähigkeit hat, ist es vorbei, weil wenn man rennt und schlägt, macht er ja dann diesen Slider. Gott sei Dank, kann ich nur sagen, weil das ist eine sehr doofe Mechanik, diese Schläge. Aber die sparen halt sehr viel Zeit. Und das kann man mit Frieden und Will, mit Frieden und dem späteren Charakter auch noch machen. Aber da ist es immer noch ein 8-Frame-Window, aber nicht ganz so schwierig wie mit Will. Okay. Deswegen ein Hoch auf Noob, dass wir den Slider bekommen. Ja, Slider hat auch eine größere Reichweite, ne? Insgesamt. Genau, und macht auch mehr Schaden. Und man ist auch im Verwundern dabei. Das Hector, das sieht man die manchmal. Da wollen sie Körperkontakt suchen, die Körpernähe. Aber das will ich nicht. Und jetzt sind wir schon an der Stelle, an der wir gleich Death warpen können. Oder sollten. So. Auch hier, das habe ich eben gar nicht erklärt, wie man darauf kommt, dass jetzt hier ein Item liegt oder auch vorhin. Das Spiel erklärt dir das quasi, dass da zwei Statuen in eine bestimmte Richtung gucken und da war da eine Truhe. Wenn ich die Truhe geöffnet hätte, dann wäre da wäre gar nichts drin gewesen. Aber so erklärt dir dann quasi das Spiel. Also es ist ein Item an der Stelle, wo sich die Statuen, der Blick trifft. Und das ist, ich meine, ich glaube, die Lilly auf dem Rückweg sagt dann auch irgendwie was dazu. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber sag mal, das ist gar nicht die Schwierigkeit. Also das findet man relativ schnell heraus. Aber der Dungeon ist so groß, mit so vielen Wegen, mit mehreren Ebenen. Also Casual, da kann man dann schon Tage drin verbringen. Ja, ist auf jeden Fall einer der umfangreicheren. Wobei der und einer, der später kommt, da will ich auch sagen, da hänge ich auch relativ lang immer. Das vergleichst du es mit anderen Games. Ich hätte echt auch gerne von dem Spiel, von Terra Enigma und den anderen natürlich auch mal, meine Square macht ja so viele 3D-Remakes. Wir hatten Trials of Mana ja vor ein, zwei Jahren. Gerne auch in dem Stil. Nochmal die ganzen Quintessenz. Warum nicht? Ja, also Trials of Mana Remake fand ich ganz geil. Das war sehr gut, ja. Das Original natürlich auch. Aber ja, beides sehr gut. Was du übrigens auch noch runst nebenbei, richtig? Also ja, Secret of Mana 2 quasi, Second in Setsu 3. Genau, das habe ich in der Tat auch vor. Mittlerweile ist es schon 2 Jahre her, glaube ich. Da habe ich dann auch den VR gegrindet. Das ist in der Tat gar kein so bekanntes Spiel, aber in Japan war das. Da gab es ein paar Runner, japanische Runner, die haben das wirklich richtig hart gegrindet. Also sehr, sehr, sehr optimiert. Das war sehr schwer. Und das ist ein sehr aufwendiger Run, aber richtig guter Run. Also ich liebe Secret of Mana 2. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Schade, dass es nie hier rauskam, wirklich. Ja, wirklich. Also ich habe mir auch den Speedrun schon mal angesehen von Secret of Mana 2 und ich fand den auch sehr, sehr geil. Vor allem, weil ich auch viel mehr wusste von dem Spiel, weil ich das Spiel sehr, sehr geliebt habe. Ja, mittlerweile haben es ja einige nachgeholt mit der Collection und dem Remake. Ja. So wieder ein bisschen präsenter, aber es ist auch natürlich einer der Super Nintendo-Klassiker, die man hier nie gespielt hat sonst. Leider. Ich werde jetzt hier keine Safety-Save machen. Gestern ging es gut. Ich bin zwar gestorben bei den Vampires, aber ich konnte sie dann besiegen und ja, das sollte klappen. Ich vertraue meinem Skill. Wie auch. Ich sag mal, auch wenn ich sterbe, ist das eine Minute. Also pro Tod ungefähr eine Minute. Wenn ich es dann beim dritten Mal klappen sollte, wäre es auch kein Weltuntergang, aber auch kein Weltrekord. Auch nicht. Ja, riskierst. es geht hier um den SRR, den Speedrandale-Rekord. Also, du wärst der erste Eintrag für das Spiel hier, aber Rekord ist Rekord. Nee, noch bist du ja drin. Mit 10 Stunden hast du gerade. Achso, ja, aber ich hätte vorher sagen müssen, dass ich einen Speedrun mache, ne? Ja, zählt jetzt. Ja, mal gucken, vielleicht noch bin ich der Titelträger dann, ne? Noch. Also beeil dich, Startox. Ich versuch's, aber ist auch komisch, hier diese Statuen, die will man ja haben, ne? Jetzt kriegen wir die Statue, jetzt können wir einfach sagen, tschüss, Vampires, ne? wir haben, was wir wollen, aber ich weiß nicht, warum vielleicht wegen dem Eric und so, nun. Was für eine Logik auch. Zwei Vampire ketten in eine riesige Bombe.
Zeitbombe. Mhm. Okay, da hat man gesehen, du hast einen Herb benutzt. Noch eins. Jetzt komm her. Alright. Nice. Gut, das ist immer ein gefährlicher Moment, weil man sieht, die machen, also dieser Energy Ball, den die machen, wenn der treffen würde, würde mehr als die Hälfte der HP wegmachen. Mhm. Jeder Boss von denen, also beide haben jeweils 40 HP, also ich muss sie im Prinzip 80 Mal treffen insgesamt. Und die Frau macht 5 Schaden und der männliche Vampire, der macht 4 Schaden. Allerdings muss man sagen, der männliche Vampire, der kann dafür einfach quer durch die Map fliegen, wie er möchte. Mhm. Und die Frau, die kann sich nur so in Linien bewegen. Also die ist sehr, sehr berechenbar. Da weiß man immer, okay, da ist sie jetzt. Ne? Die kann nicht groß abhauen. Mhm. Deswegen fokussiert man sich dann immer auf die Frau und versucht, die zu erledigen. Und da muss man quasi dem männlichen Vampire immer hinterherrennen. Aber das war in Ordnung. 90 ist nicht schlecht. Das Beste, was ich je hatte, war 114. Und das Beste, was ich je in dem Run hatte, war 111. Aber das war dann wirklich, da kamen die immer auf einen Punkt. Und es war dann ein geschenkter Kampf. Aber das war jetzt auch keine so schlechte RNG. Sie haben jetzt nicht viel getrollt. Der Kampf kann auch manchmal einfach anfangen. Man steht ja am Anfang in ihrer Hitbox. Ja. Und sobald man irgendeinen von denen angreift, bleiben die kurz stehen und machen ihren Energy Ball Schild, sag ich jetzt mal. Und das kann dann einfach sein, dass man dann getroffen wird, dann ist links die Frau, schießt in dem Moment nach rechts, dann wird sie nochmal getroffen, dann fängt der Kampf an und du hast schon bis Half-Life. Ne, aber ist ja ganz gut gelaufen. Sah auch relativ skillig aus, also es sah nicht sehr einfach aus. Ja, also da haben sie, die wissen das, wir nehmen hier gerade für Rocket Beans auf. Bitte keinen Ärger machen, habe ich mit dir abgesprochen. Jetzt haben wir übrigens unser Treffen mit Seth gerade wieder bekommen. Genau. Aber zumindest in einer speziellen Form, denn er hat sich in den Fisch verwandelt, von dem er gegessen wurde, irgendwie so, ne? Ah. Genau. Logisch. Genau, und jetzt natürlich. Hat er gesagt, er würde gern weiter mit uns auf die Reise gehen, aber nicht in diesem Körper. Und naja, dann hat er uns so gesagt, da und da liegt das Geheimnis. Also schaut er mal nach. Ja, macht ihr mal. Sind wir durch einen Unterwassertunnel quasi aus Mu geflohen. Mhm. Jetzt befinden wir uns hier in der Angel Village quasi. Sehr chilliger Ort, wie man sieht. Gespannt, sonst alles Engel unter Erden. Himmel war kein Platz mehr. Nein. Das ist ja so ein schlimmer Anmachspruch. Was machst du denn hier? Im Himmel war wohl kein Platz mehr. Hm. Das ist sehr gut. Ah ja, und Monster. Ja, die müssen sich halt die Bude teilen. Sind die Morlock und die Eloy irgendwie so, ne? Um jetzt ganz alte Zitate und Referenzen auszupacken. So, und jetzt suchen wir ein Gemälde, ne? Oder? Mhm, ja. Genau. Die Kara ist nämlich gleich weg. Ja, also, es ist, die Storys sind manchmal sehr wild, ne? Aber da waren sie noch kreativ früher, ne? Ja, die haben also gesagt, pack mal alles rein. Ist kein Problem. Aber im Grunde müssen wir auch mitbekommen, wie aus einem jungen Kämpfer ein reifer Mann mit Will wird. Wie auch Kara zu einer stattlichen Frau wird. Mhm. Im Laufe des Spieles. Aber außerdem hat man sich dabei gedacht, Kinder wissen sowieso einen Scheiß, wenn sie das spielen. Wir machen das, mach das. Ist ja auch egal. Komm, solange sich Nintendo nicht beschwert. Ist alles gut. Aber es war dafür eben schön überraschend immer. Ne? Du konntest nie wissen, was ich da erwarte. Und auch spielerisch und grafisch eben. Also ich finde, die haben sich auch recht schön Mühe gegeben. Gameplay sieht auch sehr, sehr geil aus. Also ja, und jetzt hat uns quasi der Künstler da ein Rätsel
gibt uns ja auch, oder mehrere. Wir müssen quasi uns den ersten Raum genau angucken und dann schauen, was ist im zweiten Raum anders. Aha. Die ersten sind noch relativ offensichtlich. Da sieht man einfach, okay, es ist einfach, der Krug hat eine andere Farbe. Und hier ist es der Inhalt quasi. Hier, das letzte war ein bisschen tricky. Da könnte es sein, dass man vielleicht mal kurz länger drüber nachdenken musste. Weil da ist alles gleich. Im ersten Raum ist allerdings kein Wind und im zweiten Raum ist Wind. Die Haaranimation, ja. Genau, die. Und da hat der Künstler sein Bild fertig gemacht. Genau, und der Künstler ist jetzt das Bild geworden. Okay. Ist ja klar, wenn du dich selber malst, bist du irgendwann selber das Bild. Ist das mit Selfies auch so? Irgendwann bist du selber das Selfie? Irgendwann bist du der Selfie-Stick. Ey, guck mal, Nakoruru. Kommt doch gleich hier Adler? Oder was hat sie da? Ja, Falken. Falke. Weißt du, wie der heißt? Falco? Mama, haha. Wie hast du meine Mutter genannt? Mama, haha. Alles klar. Sorry, das war aus einem anderen Spiel. Ja. Schreibt in die Comments, aus welchem. Genau. So, und jetzt gehen wir wieder auf weite Reise. Wir haben ja schon ziemlich viel von der Welt gesehen, aber es gibt noch sehr viel zu entdecken. Und nun, hier, man sieht, die Charaktere, die wollen sich immer erstmal viel drehen, deswegen dauert es hier ein bisschen. Mhm. Wir wollen ja aber auch richtig stehen, damit wir lesen können, wie der Name heißt. Ja. Nach Vatermia sind wir gekommen, der Stadt auf den Stelzen. Auf den Wasserstelzen. Und das ist mal Text, sehr erfrischend, wo man gar nichts drücken muss, bis zu einem gewissen Punkt. Pause für die Finger. so, und Gott sei Dank bewegt sich die Stadt auch noch? Ja, hier, der junge Luke hat uns glücklicherweise sein Haus hier gegeben, da dürfen wir ein bisschen entspannen. Ne? Ja, und die Stadt schwimmt eben dadurch. Ah, also ich glaube, sie weiß jetzt nicht, ob sie sich wirklich bewegen konnte mit der ganzen Stadt irgendwo anders hin, aber es war ein schöner Effekt dafür, dass du die Wasserbewegung noch so ein bisschen siehst. Und ja, wir sind im Haus von Luke, aber natürlich, unsere ganzen Kollegen breiten sich hier erstmal aus und schauen sich an, was hier Phase ist. Ein bisschen Sightseeing. Und jetzt, was kommt jetzt? Natürlich, Lilly hat Geburtstag und glücklicherweise hat der Luke vorher noch eine Riesentorte gemacht. Hey! Als sie nicht hingeguckt hat. Ja. Für mich eine Torte? Ja, da muss ich mit dir mal getrennt reden von den anderen. Hier ist ein Geburtstag, Blumen geschenkt vom Lance. Lilly, ich liebe dich. Das kommt jetzt aber plötzlich. Komplett überrumpelt. Ja. Das sind die falschen Blumen. Du musst nichts sagen. Ich wollte nur sagen, wie ich mich fühle. Die Reaktion, in der Fee verwandelt weggeflogen. Er war abgehauen. Man kennt die Geschichte. Er war zu direkt, der Gute. Ja. Torte und Blume. Ja, ja. Und das hat man jetzt eben nicht gesehen in der Cutscene, aber während Lilly rausgegangen ist, hat sie beim Will noch schnell einen Brief reingeschmissen in die Tasche, ne? Oder nee, warte mal. Das war der Lance, Entschuldigung, nicht Lilly. Lance hat das irgendwie den Brief hier mit einer Wegbeschreibung oder so. Hier, da bin ich. Ah, okay. Und deswegen sind wir jetzt hier bei der Great Wall. Ja, chinesische Mauer ist der nächste Dungeon. Das ist in der Tat, klar, oder? Wirklich die chinesische Mauer? Ja, Great Wall of China. Ja. Okay. Da sind Bogenschützen, ja. Und Flammen. Also jetzt erkenne ich, dass es China ist, mit den brennenden Augen natürlich. Eindeutig, ne? Wie beim letzten Besuch in Shanghai damals. Aber Dungeon an sich, also ganz interessant, weil der so lang gezogen ist, ne? Der hat so sehr, sehr viele lange Gänge eben zusammen und ist ja auch logisch. Ne? So ein bisschen anders vom Design her, als immer diese breiten Flächen, wo du unterwegs bist. Das ist schon so wie oben auf dem Todesberg. So, und jetzt, wie konnte Will den Sprung überleben? Dreipunktlandung. Das ist die nächste Frage. Eindeutig. Egal, was ist, immer Dreipunktlandung.
Da sind die Terrakotta-Krieger aus Mad Mission 4 oder 5. Ne, 4 müssen die Terrakotta-Krieger sein. Ja, ich habe es jetzt probiert, weil das ist in der Tat ist wirklich ein bisschen risky mit der HP, aber... Ach, diese Schlangen, hoch, weil, mach sie weg. Weil uns der Bogenschütze eben getroffen hat, ist ein bisschen gefährlich. Aber vertraue wieder meinen Skills, bis es nicht klappt. So, und jetzt holen wir uns ein Safety Herb. Da ist sie ja. Ich helfe dir. Das würde ich normalerweise nicht machen, aber aus Safety-Gründen hier, das ist relativ schnell geholt, eingepackt und weiter. So, und jetzt kommt ein großer Sequence Break hier. Damit haben die Entwickler nicht gerechnet. Ah. Ne, eigentlich würde man weiter nach rechts fliegen. Genau, ja. Und mit dem Slider kann man das unterbrechen und dadurch kann man wirklich eine Menge skippen. Mhm. Weil man braucht Freedom in der Tat und das kriegt man halt sehr viel später oder hier schon. So, und da holen wir uns mal HP. Weil wir brauchen jetzt die Fähigkeit vom Freedom, also der Dark Friar, den Schuss, den wir in der Diamantenmine gelernt haben. Sonst kommen wir nicht weiter, weil wir einen bestimmten Gegner killen müssen. Also im Gegensatz zu Terranigma zum Beispiel, da gibt es ja relativ wenig Sequence Breaks, im Prinzip eigentlich keine. Und Illusion of Gaia hat fast nur Sequence Breaks in jedem Dungeon. Das ist halt wieder... Das ist sehr krass. Aber finde ich gut. Ja, die Dungeons gehen ja auch super lange in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Also sind weniger, aber umfangreicher als bei Terranigma, mein Gefühl immer gewesen. Vielleicht macht es auch die Erfahrung, hat ja auch ein paar Jahre, später ist gewesen, Terranigma. Wie gesagt, mittlerweile wissen wir, wie wir das mit den Sequences hinkriegen. So, und jetzt lernen wir wieder noch eine Fähigkeit, und zwar die letzte für einen guten Will. Die wird auch sehr häufig verwendet im Speedrun, später gerade. Also hier im Dungeon brauchen wir es auch einmal. Jetzt kommt der Psycho Crusher. Mal gleich sehen. Spin Dash. Ah, ist doch fast das gleiche. Er nennt es nur Spin Dash, aber eigentlich ist es ein Psycho Crusher. Es ist ein Psycho Crusher vorne rum statt seitlich. Richtig. Ne? Eigentlich exakt dasselbe. Ja. Hat Bison nicht auch den Psycho Slider eigentlich? Na? Er rutscht auch auf den Boden, wenn du. Ja, das ist halt sein Down Heavy, ne? Ja. Das slidet auch so cool. Wie der Will. So, und das war es jetzt im Prinzip schon fast mit dem Dungeon. Normalerweise würde der wirklich noch viel weiter gehen, aber durch diesen glücklichen Sequence Break haben wir da kein großes Backtracking. Auch hier ein ganz, ganz cooles Rätsel eigentlich, aber auch das kann man einfach schießen. Ja, normalerweise mit deiner Anziehfähigkeit müsst dann gucken, okay, wo kann ich noch eine Lücke machen? Block Puzzles. Geht. Genau. Schiebe-Action. Psycho Crusher! Der größte RNG-Faktor im Spiel. Das ist nicht mehr zum Psycho Crusher, wenn du es sagst. Ja, Boss-Time. Das ist der gute Sendfänger. Er hat drei Pattern. Das hier ist das zweitbeste Pattern. Dann gibt es noch. Schauen wir mal, zeig das vielleicht mal, bitte. Also, es ist immerhin das zweitbeste. Er will nur das, er liebt dieses Pattern. Das ist das schlechteste Pattern. Das dauert sehr lange. Ja, kannst du nur einmal und zweimal treffen anscheinend. Genau, und dann gibt es noch ein Pattern, das nennt sich hier Eggs, also Eier. Schauen wir mal, ob wir das sehen. Der Durchschnitt liegt bei 3 Eggs. Also so, wenn man quasi 100.000 Runs hätte, dann wie bei Link to the Past quasi mit den Blue Balls, 3 Blue Balls wäre der Durchschnitt, hier 3 Eggs. Sieht aktuell nicht so aus. Das ist quasi eine 25%ige Chance, ob er, wenn ich hier an dieser Stelle stehe, wo ich genau stehe, ob er das vertikale Pattern macht, also nach oben. 25% Chance, dass er ein Eck macht.
Und und eine 50% Chance, dass er von links nach rechts geht. Mhm. Also der Bosskampf ist so ein bisschen in Teils hier aufgeteilt. Okay, war jetzt nicht sehr schön, aber ne, man sieht, der Boss ist jetzt wirklich überhaupt nicht gefährlich. Es sei denn, er macht sehr viele Eggs und dann rennt er sehr viele Eggs rum und dann kann schon ein bisschen kritisch manchmal werden. Also wenn die RNG gut ist. Aber wenn er dir schlechte RNG gibt, dann kann man einfach Tee trinken und warten. Das ist auch in der Tat der einzige Boss, den man nur mit Will machen kann. Also auch wenn ich sagen würde, boah, ich will unbedingt mit Freedom, will ich den machen, das geht gar nicht. Weil man ja mit dem Spin Dash hat man nur mit Will. So, und jetzt noch hier die Romanze. Wir haben sie gefunden. Jetzt lassen wir sie die beiden mal alleine. Mhm. Jetzt der Lance war quasi in Gefahr dann bei Sandfänger. Er wurde von Sandfänger angegriffen, glaube ich. Und die Lilly ist dann auch auf die Suche gegangen. Wollte natürlich Lance retten, genauso wie Will. Und ich glaube, jetzt sind Love Time, also sind. Bist ja doch gar nicht so schlecht, Lance. Sorry, dass ich ihm abgehauen bin. Ja, muss nur meine Halskette reparieren. Ich weine vor Freude. Kleine Feentränen. Vorher mochte ich dich überhaupt nicht, aber hast du meine Halskette repariert, das habe ich gemerkt. Ist doch ein dufter Typ. Du bist in Ordnung. Ja. Ich liebe dich auch, Lance. So, und jetzt genug gekostet, ne? Lass mal weitermachen. Wir müssen noch die Welt retten. So. Ah, mitten im tödlichen Dungeon. Wir haben noch was zu tun. Aber so viel Zeit muss sein. So, und jetzt kommt auch was. Oder? Wie lang? Ja, auch einer meiner Lieblingsteile im Spiel. Ja, mir fehlen ja die Worte, wie ich das am besten beschreiben könnte. So, Sia, erklär du gleich, was hier passiert. Biber werden kommen und die Stadt an die Küste schwimmen. Ja, nein. Bisschen was anderes. Aber, guck mal, ein geheimer Weg mit dem riesigen Seerosenblatt. Ja. Auf die man übrigens nicht draufklettern sollte, egal was das Spiel einem hier sagt. Aber, guck mal, da wird ein Spiel abgehalten. Aha. Ein Spiel des Todes. Aha. Es ist nämlich russisches Trinkroulette, was hier gemacht wird. Eins davon ist vergiftet, oder wie? Ja. Genau. Ach, deswegen so weit weg, weil es illegal ist, natürlich. Mhm. Ja, ja. Witzigerweise auch immer das gleiche, das gleiche Ding ist vergiftet. Mhm. Wenn man die richtigen trinkt, ne, die kippt da sofort runter, der Will. Aber wenn man auf das Falsche drückt, ganz rechts, dann kommt da erst so ein Text wie, sieht komisch aus. Willst du das wirklich? Ich glaube, das sollte ich nicht trinken, genau, er sagt das hier. Ja. Also du nimmst an diesem... Man kann nicht verlieren eigentlich. Genau, du nimmst an diesem Trinkspiel teil. Weil ich glaube, storymäßig war es jetzt so, dass der gegen dich verloren hat, der wusste aber, dass da Gift drin ist und hat es trotzdem getrunken irgendwie, ne? Wegen der Ehre des Spiels? Irgendwie sowas war das. Nee, es war so, wir haben eben gerade mit seiner Frau geredet und deswegen haben wir jetzt hier diese Tiere bekommen, damit wir durchkommen, genau, durch die Wüste, durch den Sandsturm. Der Mann war krank, also er war schon sehr krank und er hat aber eine Lebensversicherung. Natürlich, ja. Es gibt Lebensversicherung dort. Natürlich. Er hat gewusst, wenn er dann sich opfert, wird es da viel Geld geben für seine Frau und hat dann ihr ein schönes Leben gesichert. Wie erklärt er es der Versicherung? Ja, ich bin professioneller Russisch-Roulettler. Ja, genau. Need Lebensversicherung, Plox. Ja, du weißt ja nicht, was die Versicherung dafür Gebühren dann sonst nehmen. Wir sind übrigens in der Stadt von Euro angekommen. Aha. Mit den Kängurus von der chinesischen Mauer bis nach Euro gehobbelt. Und hier wohnen Nils Eltern. Ist anscheinend ganz reich, unser Onkel. Aber sind das... Deswegen sind wir auch mit dem verwandt. Ja. Gehört doch als uns eigentlich. Trotzdem ist er Will arm, ne? Also schade. So, Will hat Magic Powers, deswegen ist er das schwarze Schaf der Familie. Ja. Kriegt kein Geld.
wie immer, wir müssen einfach zu random Personen laufen, die uns dann quasi den Wegpunkt geben, damit wir weiter können. Weil sonst, wenn ich jetzt, ich lasse kurz die Map offen, sonst würde jetzt quasi nur Quid und Watermere dastehen. Aber der Mann hat da gesagt, ah, da auf der Karte, guck, genau da, da geht's zum Mount Temple. Ah ja, okay, vielen Dank. Okay. Und dann können wir weitermachen. So, und das ist der andere Dungeon, wo ich mich lang verlaufen habe. Ah, an den erinnere ich mich auch noch. Den Riesenpilzen. Ja, da müssen wir. Das ist ein großes Labyrinth mit einem Lifepool. Sprich, wir wollen auch wieder an einer bestimmten Stelle sterben, aber erst am Ende. Und da müssen wir dann gucken, wir haben immer gezielte Gegner, die wir so nehmen, wo wir dann, die man theoretisch auch gar nicht, da wo man nicht ausweichen kann, wo man auf jeden Fall Schaden nimmt. Das ist okay. Man sollte nur nicht voreilig sterben. Und jetzt auch hier, ne, 1000 Wege, aber wenn man weiß, wo es lang geht, gar nicht so schwierig. Aber es, am Anfang war das gar nicht so leicht zu lernen, weil es ist halt wirklich alles dasselbe irgendwie. Ja. Ja, wir müssen auch kein Orb-Cancel machen, weil wir sowieso warten müssen. Ja, da ist wirklich sehr wenig. Also Anhaltspunkte, bin ich hier schon mal gewesen? Ich gehe mal da lang, das kommt mir nicht vertraut vor. Auch hier eine Mechanik quasi, die gab es in Mu schon. Wenn quasi diese Hymne kommt, wenn man eine Truhe öffnet mit dieser Hymne, und macht da eine, öffnet die Truhe quasi mit einer Sprungattacke oder mit einem Slider, dann ist man für diesen Screen unverwundbar. Ja. Bis man wieder eine Jump Attack macht oder einen Slider. Mhm. Und deswegen kann man dann einfach durch die Gegner durchlaufen. Das gab es bei Mu am Ende auch kurz. Aber ne, so viele Truhen gibt es davon nicht, wo man dann wirklich so einen Nutzen von hätte, wo man dann wirklich die mit dem Slider öffnen sollte. Aber hier gleich wieder. Weil der Dungeon hier, man sieht es, er ist voll geknallt mit Gegnern. Also, das ist sehr, sehr viele. Du levelst ja auch relativ wenig, ne, wenn du nicht so viele. Gar nicht, also. Also man levelt gar nicht. Also man kriegt ja quasi immer nur die Upgrades, sobald man einen Boss besiegt hat. Mhm. Sprich, hier in diesem Dungeon bin ich so wie man im Casual Gaming wäre, außer man hat noch viele Juwelen eingesammelt. Also ich habe alle Upgrades gerade. Aber im nächsten Dungeon bin ich dafür dann wieder sehr underlevelt und im übernächsten Dungeon noch mehr. Und Equipment und sowas gibt's hier ja natürlich auch nicht. Also nur andere Waffen und so, die man sich kaufen könnte, gibt's hier ja nicht, ne? Oder Rüstung oder sowas. Man könnte sich Heil-Items, mehr Heil-Items holen, aber auch das, die sind teilweise auch sehr weit weg. Bis auf ein paar wenige. Ja. Oder teilweise auch hinter roten Juwelen versteckt und oder in Häusern in manchen Dungeon, in manchen Städten. Das setzt mehr auf Hitpoints plus eben die Skill-Upgrades, bekommst du die Figuren. Und das war der letzte Mushroom Drops. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das ein Tippfehler ist von damals. Ein Drops. Es könnten auch Tropfen sein, ne? Ja. Pilztau oder so. So, hier füllt man den Gegner, um einfach ein bisschen weniger Lag zu haben. So, jetzt haben wir ziemlich viel HP. Eigentlich will man hier 4 Kugeln haben, also 8 HP. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr. Das ist auch okay. Dann dauert es, braucht man einen Schlag mehr von den Gegnern hier. Ah, vielleicht hier. Komm, vielen Dank. Wenn er sich schon so anbietet, muss man mitnehmen. Wie der Zombie bei Resident Evil 2, der dich einmal beißen muss, zum schneller Laufen. So, und logisch, jetzt hat man den Teapot. Jetzt kann man Mushroom-Tea machen. Den braucht man, um den Boss hier zu beschwören, natürlich. Okay. Cousin von Mr. Tea, der Mushroom-Tea. Na, das ist leider auch das Problem an dem Spiel, warum das Late-Game auch sehr schwer ist. Kommen jetzt erstmal keine Bosse. Also der Dungeon hat keinen Boss, sprich, ich verliere hier alle Upgrades. Ich hab hier nichts rausbekommen. Ich bin jetzt genauso stark wie nach der Great Wall. Ja, nice. Und im nächsten Dungeon kommt leider auch kein Boss. Dann ist man sehr underlevelt. Man macht keinen Schaden, man kriegt sehr viel Schaden dann.
Und hat auch natürlich nicht die ganze HP, die man haben sollte. So, und jetzt wieder zurück in die große Villa. City of Euro. Sag mal, Gregor, wann gibt's denn jetzt endlich den Schweinebraten, den du mir versprochen hast? Warte noch ein bisschen. Ich weiß, du bist hungrig. Aber Geduld. So, wer hätte das gedacht? Teapot drüber kippen und dann kann man damit herausfinden, dass sie eigentlich gar nicht mehr leben. Eigentlich sind die Verwandten alle Geister? Mein Gott. Das heißt, er kriegt das Erbe. Jackpot. Ja, aber jetzt hat er gemerkt, wie wichtig ihm doch seine Eltern eigentlich sind, wo er sie vorher nie beachtet hat. Die Vergänglichkeit des Seins. Egal, reich. Jo. Hab ich eh kaum gekannt, die Dudes. Ja, genau. So, nun kommt ein alter Freund. Ich weiß zwar nicht, wie er den hergebracht hat, aber... Hey! Da ist er. Vielleicht mit dem Flugzeug, mit dem Doppeldecker da einfach... Der ist mit dem 9-Euro-Ticket aus Sylt gekommen. Natürlich. Aber ja, hat's bis nach Euro geschafft. Hamlet das Schwein. So. Jetzt weiß ich gerade nicht genau, vielleicht weiß Gregor da besser Bescheid, warum wir jetzt dahin gehen, wo wir hingehen. Okay, was war nochmal der Hintergrund? Native Village, also die Ureinwohner. Ich glaube, da haben sie irgendwas von... Nee, ich weiß nicht. Ja, du skippst ja auch alles. Ja, also irgendwas, ich meine, der Reichtum in Euro hat dafür gesorgt, wenn ich es nicht komplett falsch im Kopf habe, ne? Dass entsprechend diese Gegend verarmt ist, wo sie jetzt sind. Und die ganzen Leute, die haben da nichts zu essen, eben. Mm. Und wenn sie nichts zu essen haben, was wird gegessen? Kannibalen sind es! Mm. Die essen Leute, wenn es nötig wird. Oh, warte mal, die haben ein Schweinchen. Schauen wir mal, wer wirklich drauf geht oder ob jemand drauf geht. Auf jeden Fall sind sie geschnappt erstmal natürlich, ne? Das Dorf ist nicht so leer, wie man dachte, sondern da sind die ganzen Leute. Ja, und die wollen gleich Will und Kara braten. Warum nicht das Schwein? Hamlet, warum guckst du so traurig? Es ist so, als ob wir uns bald trennen würden. Yo! Ja. Will denkt sich, Schwein gehabt, ne? Das muss in die Highlights rein, Leute. Okay. Ja, und warum jetzt? Wessen Geist ist das jetzt? Wills Mutter? Die Mutter. Das ist Wills Mutter, ne? Flöte ist der Vater, das Schwein ist die Mutter. Aber Hamlet wollte es so. Er wollte sich opfern, genau. Weil jetzt haben die... Nicht gezogen. Genau, jetzt haben die Leute da was zu essen und müssen keine Kannibalen mehr sein. Good guy, Hamlet. Ja. Wäre nicht zum perfekten Zeitpunkt zurückgekommen, sich gleich darauf zu opfern, ne? Convenient. Schwein gehabt, das ist. Schwein gehabt, ja. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir in Kambodscha. Das ist jetzt in der Tat ein ziemlich schwieriger Dungeon mit einer Zirkusmusik bisschen. Aber ist okay, finde ich nicht schlecht. Ja, ein kleines bisschen an den allerersten Dungeon, ein kleines bisschen. Ja, und jeder Gegner macht hier unheimlich viel Schaden. Weil wir auch natürlich underlevelt sind, ein bisschen. Hm. Oh ja, das ist Angkor Wat. Der kambodschanische Tempel. Hm. Wenn ich mich nicht irre. Alles gelernt durch den Spieleberater. Ich hätte ihn mal mitnehmen sollen. Ah, vielleicht beim nächsten Mal. Schön, man verwendet im Prinzip immer noch alle Skills, die man mal gelernt hatte. Außer dem Psycho Dash, ganz am Anfang. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, glaube ich. Aber sonst sehr schön, dass man alles so irgendwie doch noch braucht. Ne? Also nicht einmal bekommen, einmal genutzt und fertig, sondern wirklich, die haben sich da wirklich überlegt, okay, da können wir das noch verwenden, noch, das können wir noch hier verwenden. Also. Ja, also der Vorteil ist ja sowieso, dass es ja so Traversal-Sachen sind, die du verwendest und nicht jetzt, oh, du bist in den Zelda-Dungeon gekommen und hier ist der Blumentopf oder sowas, ne? Der nur im Pflanzendungeon geht.
Ja. Das sind coole Gegner. So ein bisschen Alien-Schlangenköpfe, ne? Mhm. Auch diese Moskitos, leider RNG. Also kam auch schon mal vor, dass ich hier wirklich auf sehr guter Pace war und einfach so ein Moskito fünfmal über mich geflogen. Oh, fies. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, aber... Es passiert. Dinge, die gibt's. Und auch hier will man natürlich wieder einen Death Warp machen. Deswegen, eigentlich will ich hier von bestimmten Gegnern getroffen werden. Aus Safety-Gründen lasse ich mich jetzt hier nicht treffen. Mhm. Ne? Oh, bei der Safety and Sorry hier. Es kommt hier in der Tat ein relativ großer Skip, den kann ich gleich mal erklären. Das ist der Earthquake-Skip. Und zwar folgendes, normalerweise... Um einmal kann ich mich noch lassen, danke. Okay. Normalerweise würde man, wenn ich den Raum hier, den großen Raum hier betrete, nach rechts gehen und da kann dann der Freedom hier den Earthquake, die Fähigkeit Earthquake lernen. Mhm. Und weil sobald ich da links hochgehe, da wo ich geschossen habe, dann läuft der Gegner nach rechts und blockiert den Weg. Aber seine Hitbox ist schon da, deswegen habe ich da ganz spezielles Movement. Mhm. Und wenn ich dann so schieße, diagonal nach oben rechts laufe, dann treffe ich den, obwohl er sich noch nicht bewegt hat. Und dadurch kann man dann quasi die Fähigkeit komplett skippen. Das spart, ich glaube, über eine ganze Minute. Und das erkennt man vielleicht gar nicht so, was ich da hier mache. Wieso läuft er nicht einfach hoch oder so? Aber gut, dass du sagst, also die Fähigkeit brauchst du auch nicht mehr oder kriegst du sie trotzdem? Nee, die kriege ich auch nicht. Okay. Und auch hier ein Raum. Eigentlich würde man hier in dem Dungeon ein Item finden. Sonnenbrillen, glaube ich, ne? Die eine Sonnenbrille, die quasi vor der Blendung da schützt. Mhm. Aber wenn man den Weg auswendig kennt, also kam auch schon mehr als einmal vor, dass ich dann auf einmal mir dachte, wo bin ich jetzt gerade? Ne? Und dann ist es ein bisschen schwierig, wenn man sich verlaufen hat. Quasi das Gegenteil von Dark Rooms. Bright Rooms. Genau. Ich muss den Kontrast runterregeln am Fernseher. Auch hier ein AP, das ist genauso kalkuliert quasi, weil wir gleich sterben wollen. Mhm. Deswegen war auch dieses HP, hat man in Freezer vielleicht gar nicht gesehen. Ich habe da zwei Mülltonnen angequatscht. In dem einen war ein Herb drin und im anderen war ein HP-Upgrade drin. Das ist hier sehr nützlich, dass man dann quasi genau bei einem HP rauskommt. Mhm. Ja, wir sind eine moderne Stadt. Mhm. So, und jetzt kriegen wir ein weiteres Key-Item. Jetzt kann man leider nicht einfach, also gleichwertig der Form, aber da dieser Dungeon mehrere Checkpoints hat, dieser Death Warp eben mit Freedom quasi, war auch ein ziemlich großer Timesave, weil man sonst Will holen müsste und dass es quasi mit dem Freedom so runterspringen muss an manchen Stellen, in ein Portal und so weiter und so fort. Und hier ist ein Checkpoint quasi. Sprich, ich kann jetzt nicht einfach hier wieder beim nächsten Gegner sterben und bin am Anfang vom Dungeon. Leider gibt es hier so eine Art Escape à la Link to the Past. Man muss rauskommen. Hm. Deswegen, auch selbst wenn ich hier im Garten bin, kann ich mich leider nicht einfach umbringen. Hm. Sonst werde ich wieder da nach oben teleportiert werden. Fliegt der Dungeon gleich in die Luft? Nee. Schade. Keine Super Metroid Escape. Also in der Theorie, ein Dungeon war ja schon in der Luft geflogen. Bedummt. Ist noch rein. So, nicht mal hier können wir uns deformen, also wir müssen wirklich einfach rauslaufen. Hm. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier in diesem Screen hier sterben würden, wo direkt der Ausgang ist, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, selbst dann wäre man da oben wieder. Hm. Aber, so. Ankorat, Deathless überstanden. Sehr gut. Jetzt kommen wir gleich schon zum größten und auch schwersten Dungeon-Spiel. Großer Runkiller. Da gibt es Stellen, wenn man da an einer blöden Stelle stirbt, 3,5 Minuten weg. Hm. Und es ist auch sehr technisch, sehr schwer. Jetzt haben wir erst noch
kurz Storytime. Naja, kann man eigentlich gar nicht Storytime nennen. Aber hier mit der Gorgon Flower können wir die Damen hier wieder beleben. Die versteinert waren. Genau. Vorher haben uns die von der Native Village nicht weggelassen. Und jetzt gehen wir nach Dao. Schon die letzte Stadt, die wir im Spiel, glaube ich, besuchen können. Ja, die Wüstenstadt, genau. In der Theorie, wenn du hier dann die 50 Juwelen hättest, hier würde auch das Portal in den Bonuslevel kommen, ne? Genau. So, und jetzt mit Neil, wir sind kurz zu Neil ins Haus gegangen. Der hat uns quasi auch wieder auf die Karte, so hier, da ist die Pyramide, da geht's lang. Da sind wir. Und jetzt Pyramide ist casually, glaube ich, auch ein sehr komplizierter Dungeon, also sehr viele Wege. Ja, ja. Auch mit sehr vielen so Treppen hoch und runter. Dann, welche Verwandlung hast du hier gerade? Also, da kannst du auch relativ lange festhängen hier. Und aber hier kriegt man den coolsten Charakter vom Spiel, ne? Cool. Leider nur für den Dungeon. Schade. Aber hätten sie ruhig noch zwei, drei Dungeon anhängen können, finde ich. Mit einem guten Shadow. Wir haben dazu noch die Story, ich glaube, um den Schakal. Der müsste Schakal gehießen haben im Deutschen. Der Auftragskiller-Schakal, der dir hinterhergejagt wird. Also, Minagoff. Von Edward. Noch von ganz am Anfang. Vom genau, Edward, ja, genau, der König. König Edward gesagt, hier, meine Tochter ist weg, Auftragskiller. Fang den mal. Ja. So, und jetzt Raum 3, das ist mit Abstand der schwierigste. Oh Mann, dann geht gut. Quasi diese Schläge hier ist wieder das mit dem 8-Frame-Window quasi, dass ich dann quasi schlage, Rennen loslasse und dann wieder Rennen drücke in dem Moment. 8-Frame-Zeit. Also nicht einfach nur Rennen, Schlagen und durch, das wird nicht klappen, dann wird man getroffen werden. Das hat Full Invincibility, ja? Genau, das ist quasi auch so eine Mechanik, die man so nicht sieht, wenn man es oder nicht erkennt, so dass man da ein bisschen mehr machen muss. Auch hier, das ist der Raum, wo ich, wenn ich am Ende sterben würde, 3,5 Minuten verlieren würde. Man sieht vielleicht, warum. Es kommt noch ein paar Mal hier so eine Stelle. Elevators. Und am Ende warten die Killer 6. Das sind berühmte Run-Killer. Das sind auch quasi diese 6 Orbs. Und die Sache ist die, man kann hier blocken. Auch mit Shadow, mit jedem Charakter. Aber keine Laser. Also das ist auch noch die große Problematik in der Pyramide. Man kann nicht einfach so hauen, blocken. Nee, also der Laser, was die da machen, der geht immer durch. Jetzt muss man hier ein bisschen warten. Aber gleich der große Moment. Aber es ist schon lange nichts mehr bei den Killer 6 passiert. Aber man darf sie nicht unterschätzen. Weil da muss man quasi auch so einen Iframe-Dash machen, im richtigen Moment. Allerdings einen diagonalen Iframe-Dash und im richtigen Rhythmus zuschlagen. Oh, okay. Heftig. Ja. Ja, das ist eine blöde Stelle im Spiel, der mich jetzt lieber mal höre. Weil im nächsten Raum gibt es auch 3 RNG-Stellen, an denen man getroffen werden kann. Und wenn ich 3-mal getroffen werde, bin ich tot. Also mit dem HP-Pool. Die machen alle zwischen 7 und 8 Schaden und ich habe hier gerade 21 HP. Und jetzt kriegt man hier 6 so Hieroglyphen, so Stones, so Platten quasi. Da sollte man sich auch gut merken, in welcher Reihenfolge die kommen, weil die brauchen wir nachher später. Wobei, ich glaube im Spiel, ich glaube in der Stadt Dao, da gibt es einen Charakter, der dir hilft, glaube ich. Da gibt dir ein Item, der verrät, in welche Reihenfolge man die setzen muss. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. So, und jetzt noch ein Raum mit Shadow. Die Räume mit Shadow sind immer ganz, ganz schlimm. Durch den Randomizer, witzigerweise, wurde hier eine Optimization für die Pyramide gefunden. Weil früher musste man lange Zeit 3 Räume mit Shadow machen und man teilt sich ein HP-Pool in allen Räumen. Da wir jetzt noch 2 Räume mit Shadow machen müssen, ist es für einen Speedrun sehr gut.
Ist auch schneller mit Will jetzt, mit den, also seitdem man vier Räume mit Will macht. Und sehr viel entspannter. Normalerweise hätte man 3, 2 und 5 mit Shadow gemacht, aber jetzt nur noch 3 und 5. Witzig, dass durch einen... Oh, haben wir den? Nee, ein Pixel oft. Witzig, dass durch einen Randomizer da wieder eine Strat für den Speedrun gefunden worden ist. Ja. Wie so oft? So, das war... Da hätten wir uns auch gar nicht heilen müssen. Muss ich beim Rando ja auch intensiv mit der Programmierung auseinandersetzen, mhm. zu sehen, hey, wo kann ich dann Ansatzpunkte finden? Und dann denkst du, ah, Moment, ach, so geht das. Ja, das ist dann teilweise sogar durch Zufall passiert. Auch dieser Letter-Glitch im allerersten, im zweiten Dungeon bei den Ugarin, wo ich durch an der Leiter durchgegangen bin, ist auch durch ein Rando irgendwie zufällig mal passiert. Und dann haben sich halt kluge Köpfe, die den Code kennen. Nein, was mache ich noch? Yes, ist Gott. sterben. da auseinandergesetzt und geguckt, wie kann man das reproduzieren. Das ist in der Tat dann sehr einfach. So, und jetzt ist hier, ich habe nicht zu viel versprochen, der Psycho, der Spin Dash, der wird in jedem Raum verwendet von Will, weil die Attacke sehr OP ist. Dann ist sehr schnell und kann einfach durch die Gegner durch. Und jetzt hier in der Pyramide ist quasi das Ziel, die 6 Tafeln, die Hieroglyphen, so schnell wie möglich holen, damit wir weitermachen können. Weil danach folgt dann ein Boss. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr underleveled. Wie man auch sieht, die Gegner 7, 8 Schaden. Der Boss macht dann, glaube ich, wenn er einen trifft, ich habe 18 Schaden. Uff. Also mit dem Boss ist nicht gut Kirschen essen. Mhm. Das ist auch ein großer Runkiller, die Mummy Queen. Weil es ist ein sehr, sehr langer Kampf und selbst wenn man wenn man einen Herb hat, reicht es nicht, um gegen den Schaden gegen zu heilen. Also man stirbt trotzdem dann mit dem nächsten Hit. Mhm. Also man bräuchte theoretisch 2 Herbs, um einen Hit auszukontern. Auch im Casual fand ich den nicht zu leicht, muss ich sagen, weil sehr groß der Gegner. Und du musst auf verschiedenen Ebenen dann immer unterwegs sein. Mhm. Und auch hier wieder den Spin Dash. Und auch hier, das ist ein relativ tightes Window in der Tat, was man hier machen muss. Damit man hier gut durchkommt. Gut, 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 gut. Auch ganz schnell, sonst die Laser treffen eigentlich trotzdem. Und dann wieder, jetzt ist der entspannt. Mit Will kann man einfach immer sterben. Weil wenn man mit Shadow stirbt, wird man natürlich zu Will. Und wenn man die Shadow-Räume nicht gemacht hat, müsste man dann quasi ins Portal gehen, sich wieder verwandeln und. Aber ein großer Zeitverlust. Aber hier mit Will, kein Problem. Hier, nimmt mich. Ja, ein schöner Kontrast, aber du betonst es ja ab und zu auch mal immer wieder, aber sobald du da getroffen bist, deine Energie ist ruckizucki weg. Ne? Und das war dieser Raum hier, da wusste man lange nicht, dass man das hier machen kann. Also, ich bin gespannt, ob der Gregor das weiß, dass man den Boden hier kaputt machen kann. Das wusste einfach keiner. Nee. Und das hat man im Rando irgendwie herausgefunden und dadurch konnte man den Raum urplötzlich mit Will machen. Sagt mir überhaupt nichts. Okay. Nein. Ja. Und Flatsch. Aber er überlebt es wie immer. Brauchst nicht traurig sein. Es kommt noch ein Raum. Ich bin hungrig. Schweinebraten. Hatten wir doch gerade erst. Ja, aber wir können ja nicht mitten in der Show essen. Die Energie, die braucht der Will auch, um noch das Rest vom Spiel zu schaffen. Meinst du, dass sie bei Hamlet auch mal ein bisschen mitgekaut haben oder so? Oder haben sie das alles den Leuten da überlassen? Aber ich weiß nicht. Seine Mutter war doch in Hamlet drin. Ja, nur der Geist. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es nicht mehr essen. Essen wie bei Muttern, sagt man doch. Ist gar nicht so gut hier, aber ein Hit ist okay. Glaube ich, bin mir gerade nicht sicher, wie viel Schaden die Mummy Queen in der Tat wirklich macht.
schon 18 oder war es noch 21? Aber hier will man nicht getroffen werden mit Will. Mhm. Zu spät. aber ich lasse es drauf ankommen. Falls ich sterben sollte. Das ist dann nicht ganz so schlimm wie jetzt wie in dem Raum 3 zum Beispiel bei den Killer Sticks. Bei Mummy Queen, wenn ich da sofort sterben würde, wäre das in der Tat nur ein paar Sekunden. Okay. Wenn ich in der Phase 2 sterbe, dann wären es halt schon 2-3 Minuten, aber... Das passiert nicht. Kommt, right? Nee, das wird nicht passieren. Ziel ist unter 2 Stunden. Das wäre schon sehr gut. Wäre dann schon echt ein sehr, sehr solider Run. Hm. Aber bisher läuft der Run auch ganz gut eigentlich. Ja, ich sag mal, bis auf den Tod bei Viper war das wirklich ein solider Run. Das und ist auch der Tod bei Viper auch kein Value. Das ist der Schakal, genau. Der Schakal, kennt man an der Croissant-Tolle oder was auch immer. Ja, das ist ein Croissant. So. Ja, der König könnte sogar noch böser sein als ich. Aber ich mache das eh nur wegen des Geldes. Mhm. Spiel die Flöte, Will. Schrecklicher Moment, ne? Also ja, auch. Wir werden gleich sehen, was passiert, aber meine Herren. Ganz unbeeindruckt. Schaut sie einfach zu. Ja, spiel die Melodie ruhig zu Ende. Mach erstmal nichts. Wir lassen den Schakal bei lebendigem Leibe verbrennen. Aua. Oha. Die Augen erkennt man noch zum Glück. Ja, sind noch nicht geschmolzen. Ab 12 Jahren. Also, so, jetzt sie hat gewusst, dass wir die Flöte spielen und dann diese Feuerdinger losgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es wusste. Wenn nicht, dann hat sie Glück, dass sie nicht auch betroffen worden ist. Ja. Der Typ brutzelte in der Mitte noch. Hier, ganz, ganz schnell hier. Gut, überlegt. Oh. Halt, das war nicht schlecht, ne? Das war falsch. Da war ich zu schnell. So, und an dem Geräusch hört man, wir haben es richtig gemacht. Sehr gut. Durchgelaufen. Es war ein Brutzelgeräusch auch noch. Und jetzt kommt im Prinzip im Speedrun nach den Vampires oder mit den Vampires, könnte man sagen, der schwerste Boss im Spiel. Das ist quasi ein richtiger Gatekeeper. Da sind schon einige Runs gestorben. Bei den Vampires kann man sich ja immer noch so ein paar Hits erlauben, so okay, so ich getroffen, heile ich mich und so. Aber hier hat man wirklich ein Hit, ist okay, beim zweiten ist man immer tot. Und hier? Ah, und wir haben leider schlechte RNG. Kann es sein, dass wir auch getroffen werden jetzt? Nachdem, ah je. Ach je, 18 Schaden. Uff. Es wird eng. Und jetzt geht die RNG los. Oh. Oh. Ui, ui, ui. Lass mal sie spinnen. Okay. Oh. Yes. Super gut. Gut. Oh. Super gut, Mann. Aber schön den Feuerbällen auch gedodged. Sehr gut. Ja, das egal was, alles macht 18 Schaden. Und ich sag mal, das war im Prinzip für Phase 2 die perfekte RNG. Sie kann auch noch quasi die Attacke von Phase 1 machen.
statt diesem Kreis da. Mhm. Aber der Kreis ist perfekt. Aber es hat auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kreis kommt. Aber sehr gut. Guter Fight. Ja. So. So, hier der Neil. Nochmal hier, wir brauchen nochmal Neil seine Hilfe. Noch einmal. Ja, es reicht, der kann sich das erlauben. Ja, ne? Ja. Jetzt laufen wir nicht, jetzt fliegen wir. Aber recht flach. Was ist das denn? Natürlich. Jetzt sind wir quasi bei der Turm von Babel. Der Turm von Babel, natürlich. Der fehlt ja noch. Und da wir nicht unbedingt landen wollen, springen wir einfach ab. Will sitzt auch nicht gerne auf dem Rücksitz, sondern auf dem Flügel. No risk, no fun. Ja. Wir reden natürlich auf dem Weg nochmal drüber, dass alle Leute, die bei uns mit auf der Reise gekommen sind, die haben was gefunden. No? Manche sich selbst, der andere ist ein Fisch geworden. No? Der andere wurde zum Schweinebraten. Will wird Präsident der Welt, irgendwie sowas. Irgendwas. Spoilers. Das habe ich vorhin schon gesagt. Aber ja, lass uns abspringen. Zweimal Fallschirm in einem Spiel. Und oh, wer kommt denn da? Ist das Eric, der sich traut? Oder der Angsthase? Er hatte gesagt, der ist eigentlich kein Angsthase mehr. So, und hier wäre das letzte Juwel. Spoiler. So hier, genau an dieser Stelle, könnte man sich das Juwel holen. Okay. Friedan-Statuen. Auch hier einmal Spikes. In die man eh nicht reinfallen kann, aber sie sind da. Was ist uns darunter gefallen? Aus der Flöte ist es rausgefallen sogar. Wir hatten es immer bei uns. Den Kristallring. Ah. Und was macht der? Der Kristall. Wir durch können, ne? Ach so. Ja. Reiner Zufall. Also wir hatten ihn ja eh schon. Wieso sind wir nicht einfach direkt durchgegangen, nur weil er in der Flöte dran war? Aber da sie ist es. Kara. Ist uns gefolgt. Wieso konnte sie jetzt durch? Hat die auch einen Ring? Auf jeden Fall, wir sollen zusammen sein. Ja, die ist eigentlich viel langsamer. Nee, sie macht größere Schritte. Tut sie nicht. doch, du siehst du, zack, zack, zack. So, Will hat so Tippelschritte. Was kommt in einem guten Spiel immer vor? Richtig, ein Boss-Rush. Refine. Yes. Da sind sie. Und in dem, und jeder Boss kann ein bisschen mehr. Leider Kerstoff, der kann nicht ganz so viel. Er kann nur ein Orb mehr machen, also schießen. Normalerweise fliegt er nur ein Orb rum. Aber jetzt schießt er zwei. Gucken wir mal, wie die Position ist. Dann weiß ich, ob ich Schaden bekomme. Oh, ich werde keinen Schaden bekommen. Wunderschön. Weil wir sind jetzt hier quasi auf Casual-Niveau von den Upgrades. Wir haben alles, was geht, außer das, was man von den Juwelen bekommen kann. Also zwei extra AP, glaube ich. Und noch irgendwie ein Stärker, ein Abwehrpunkt. Aber wir müssen uns den ganzen HP-Pool bis zum Ende aufbewahren. Ja. Sprich, wir wollen wirklich so wenig wie möglich getroffen werden. Und die Vampire beim ersten Kampf hatten die Vampire zum Beispiel keine Hitbox, Gott sei Dank. Deswegen kann man quasi in ihnen drin sein und hauen und man kriegt keinen Schaden. Hier ist es leider anders. Hier haben die leider eine Hitbox. Deswegen ist es nicht ganz so gemütlich, kuschelig mit den zwei Vampiren hier. Und ich glaube, der Viper, ich glaube, der hat gar keinen Buff, wenn ich jetzt gerade überlege. Eigentlich jeder Boss hat irgendwie so einen Mini-Buff. Und du verwandelst dich jetzt immer automatisch in... Genau. Ja. Okay. Also, dass ich einmal noch mal ein bisschen stark und kräftig fühlen bei den Refights. Sehr gut. Die Gegner, die vorher so anstrengend waren. Bevor Wily endlich kommt. Ja. Dr. Wily. Das war ein Swag-Fail. ne, man kann halt auch wieder dieses mit blocken, kann man auch quasi rennen loslassen, blocken und dann wieder rennen innerhalb von 8 Frames und dann blockt er die ganze Zeit. Das ist immer Swag, also wird auch immer gern gemacht, aber wenn man es fällt, verliert man immer eine Sekunde. Deswegen sollte man es nicht zu viel machen. Ja. Aber den Swag haben wir vorhin schon ein paar Mal gesehen. Genau der. Und jetzt hoffen wir, dass die Vampire auch hier wieder gütig sind, weil da kann man ruckzuck mal auf Hälfte AP kommen oder weniger. Das wollen wir nicht. Thank you.
Ja. Das ist ja quasi der Aura-Klitsch, wenn man schlägt und die Aura macht. Wo ist er jetzt? Komm her. Party hart da unten. Ah, hat er mich weggekickt. Ja. Ne, der macht wieder, was er will. Ich will jetzt gerade nur so wenig Damage wie möglich nehmen. War schon viel Damage, aber wir haben noch einen Herb, das ist okay. Mhm. Aber das ist der Aura-Klitsch, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet. Kann man erst mit Shadow machen, logischerweise. Wenn man schlägt und danach einfach die Aura verwendet, also das überhaupt nicht. Also da hat man wirklich fast eine Sekunde Zeit oder so. Dann bleibt die Hitbox, ja? Genau, und dann macht man quasi jeden Frame Schaden, während man so in den Boden geht und wieder hochkommt. Mhm. Auch eine wichtige Mechanik in der Pyramide und auch hier. Und jetzt auch wieder Sandfänger. Größte und die Stelle mit dem anderen Sandfänger zusammen. Wir wollen natürlich die Eier haben. Hm. Nope. Ein Ei, komm, dann ist er tot, ja. Yes. Weil der Shadow so viel Schaden macht, kann man auch 8 Hits reinmachen, aber das macht halt dann, kann man dann 24 Schaden reinmachen, statt nur 8 mit Will, wie mit Will. Weil das ist auch fix in dem Spiel bei Bossen. Nicht 8, das war falsch, tut mir leid. ich weiß nicht, wie ich auf 8 komme. 3 Schaden. 8 Schläge kann man reinkriegen. Ja, dann stimmt. Ach, sorry, ich bin verwirrt. Der Run läuft viel zu gut. Ich habe es schon richtig horrormäßig ausgemalt, muss ich sagen. So mit Vampire-Tod und da muss man sie ohne Herb machen. Und es läuft viel zu glatt, wirklich. Es läuft viel zu, auch kein Mummy-Queen-Tod, kein Killer-Six-Tod, gar nichts. Das läuft sehr gut. Nur Wiper, aber, ne? Aber der Will macht immer 1 Schaden, der Freedom macht immer 2 und der Shadow macht immer 3 bei jedem Boss. Das ist einfach fix. Egal, wie viel Stärke-Upgrades man hat. Ah, okay. Die Stärke-Upgrades machen im Prinzip nur bei normalen Gegnern. Was, und hey, guter RNG, das, was man haben möchte. Hier muss man allerdings sagen, ist der Kampf deutlich entspannter, weil jetzt macht sie keine 18 Schaden mehr, jetzt macht sie 6 Schaden. Ah. Ja, weil wir alle Upgrades bekommen haben. Die Health Upgrades, ja. Und was auch noch wichtig ist, das Layout ist ein bisschen anders, weil vorher war ich hier in der Mitte was und man konnte sich kaum bewegen. Mhm. Und jetzt hat man hier großen Spielraum. Und dann kann man ein bisschen rumdrollen. Braucht man keine Angst mehr haben vor der Mami Queen. Ja, nur die Geister, die irgendwie hier jetzt so rumschwören, sind ein bisschen schwer zu sehen wegen dem Background. Ja. Man sagt, haha, im Weltraum kann man sie sehen. So, und jetzt beim ab jetzt beginnt quasi RNG ab Hälfte HP. Mhm. Kommt dann wieder der Kreis oder diese Attacke? Diese Attacke. Einen noch, sehr gut. Mal rein. Ja. Jawohl. War gut. Und der Tauchbabel muss man leider sagen in dem Spiel. Es gibt ja schon hier und dort ein bisschen RNG, wie der Sandfänger, die Vampires, Wiper. Oder auch in Dungeon ein bisschen. Moment. Ja, das passiert mir schon, was die ist. falscher Weg. Mhm. Was man sagen muss, ist noch, Tauchbabel hat ist die größte RNG-Stelle im Spiel. Leider Gottes. Also schön gegen Ende vom Spiel nochmal richtig viel RNG reinkloppen. Und Agaia, leider auch. In Terranigma als Beispiel hat Agaia ja gar keine RNG. Da ist komplett durchmanipuliert. Hier muss man leider auf ein 3-Cycle hoffen. Also man kann ihn in drei Durchgängen quasi töten oder in 4. Und das kann dann wirklich bis zu einer ganzen Minute ausmachen. Die Bosse haben dir gerade geholfen, hier hochzukommen. Genau, die sind eigentlich nicht böse, aber sie wurden irgendwie vom Komet, vom bösen Komet irgendwie vergiftet oder böse gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich sind das liebe Vampire. Ja. Ja, genau. Und das ist die gute der Papa Art. Hier von Will. Also der Papa redet gerade. Mhm. Erklärt uns gerade. Moral der Geschichte, wir sind weiterentwickelte Menschen. Weil die Menschheit entwickelt sich seit Jahrmillionen. Hm.
Und kämpf gegen diesen Kometen bitte, weil er alle böse macht. Genau. Ich hinterfrag nichts mehr. So, und jetzt Analogien über Kamele. Ja, grundsätzlich, du gehst ja jetzt den Turm jetzt hier hoch, damit du mit dem Kometen quasi gleich so in der Form kämpfen kannst, in Anführungsstrichen, ne? So nah dran, bevor ihr auf die Erde stürzt. Weil der Turm von Babel ist ja schön, recht hoch. Ja. Also Komet in greifbarer Nähe. Ja. Bevor der Komet zu uns kommt, gehen wir zum Kometen. Ja, jetzt haben wir die letzte Statue bekommen. Und jetzt, dadurch haben wir jetzt quasi die ultimative Power, was wir vorher noch nicht hatten. Das war quasi, das gab es in Soul Blazer schon, diesen Phoenix. Mhm. Diesen Feueradler, ja, genau, kann man dann schießen. Wirfst, genau, wo dann so ein Feueradler rauskommt. Mhm. Nun heißt es, bitte rede mit allen Seelen. Vorher lassen wir dich nicht weiter. Erst reden. Jeder hat was Cooles zu sagen. Moral der Geschichte. Also irgendwas, ich war mir nicht zu 1000% sicher, wo wollen die ganz genau jetzt hin mit der Story? Weil irgendwas sagen die da schon aus? Oder da sind so ganz große Konzepte dahinter? Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt oder so, oder ob das klarer wird. Das kann natürlich sein. Also sehr viele RPGs wurden fehl übersetzt zu der Zeit. Nein, hier dieser Kampf wird, ne, das Menschheit entscheiden, ne? Ja. Das Schicksal der Menschheit. Das Champions League Finale. Das liegt an dir. Und jetzt der Boss hat zwei Phasen, wieder mal. Wie bei Turnigma auch. Ich glaube, bei Soul Blazer gibt es in der Tat nur eine Phase, oder? Soul Blazer ist schon so lange her. Ich hab's auch nicht mehr so super präsent im Kopf. Hier gibt nicht viel zu sagen. Muss hier einfach nur quasi seinen Schüssen ausweichen. Die gute Musik genießen. Also der Anfang vom Lied ist wirklich sehr gut. Generell der ganze Soundtrack ist ziemlich nice. Ja. Und Seranika hat nochmal eine Stufe draufgepackt, aber war auch schon alles hier sehr gut. Zweimal, glaube ich. Ja. Und beim letzten Hit werden wir ihn mit der Aura töten. Und dann ist Time oder noch nicht? Noch nicht ganz. Ich werde euch vielleicht Bescheid sagen. Und der zweite der richtige Boss. Nur drei Stück auf dem Bild. Ach ja, da kommt ja noch was. Und ganz ehrlich, ich werde nicht kurz hungern. Jetzt ist das so ein grüner Streifen, wo ich mich geheilt habe vielleicht. Oh, das ist schon Bad RNG. Also der Bossfight ist auch relativ skriptet. Oh, sonst 5 Hits, sehr gut. Und jetzt kann sie viermal schießen, mindestens diese grünen Schüsse. Und dann ist es immer eine 75% Chance, ob sie quasi den Mund aufmacht oder nicht. Und es ist natürlich RNG, ob man 4 oder 5 Mal trifft. Das kann man leider auch nicht. Das waren leider nur 4 Hits. Also jetzt müssen wir wieder 5 Hits machen, um 3 Seiten zu haben. Hier, der kommt auch Leben. Ja. Oder sieht man es nur nicht? Deswegen es könnte schon gleich Time sein, vielleicht aber auch nicht. Und Time. Ah, Time. Sehr schön. Ja, das war doch ein 3 Seiten. Sehr schön. Freut mich. Das kommt nicht so häufig vor. 1,57,57. Wow, gute das ist Zeit. Sehr gute Zeit. Das war vor den ganzen Tricks, vor den neuen ganzen Tricks war das noch, der WR war lange, lange Zeit eine 1,5811. Oder 1,5808, also eine 1,57, wow, mehr, also kann ich nicht für mehr fragen. Sehr gut. Was ist der aktuelle Weltrekord jetzt gerade? Das ist eine 1,5503. Also gar nicht mal so weit weg, also ja. Sehr, sehr geiler Showcase hier. 2 Minuten 50 entfernt, das ist für den Run echt sehr zufrieden. Also. Sehr gut. Sehr schön.
Ja, man konnte aber auch sehen, du hast ja auch dann alles ausgeführt, das ist schon Execution-heavy, ne, mit vielen frame-genauen Sachen. Also es mag easy ausgesehen haben, aber rein aus Erfahrung, so easy war das alles nicht. Ja, glaube ich auch. Also ich kann auch sagen, der Run ist auch um einiges schwieriger als Terranigma. Terranigma ist länger dafür und hat ein paar andere Kniffe, aber Illusion of Gaia hat eine sehr hohe Grundschwierigkeit im Speedrun. Und man kann es sich natürlich ein bisschen einfacher machen, mit ein paar Herbs aufstocken, bis zu 6 Stück oder so kann man mitnehmen. Mhm. Aber kostet alles Zeit, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Also dann wird die Zeit halt nicht gut. Also unter 2 Stunden ist schon richtig gut. Zeit. Das habe ich gestern im D-Rush nicht geschafft. Da waren wir im besten 1:59:30. Okay. Ah, das hast du vielleicht so beim nächsten Run, den du dann gleich nochmal hinten ran machst, ne? Dann bist du dann nochmal weiter drunter. Also du zeigst uns gerne auch nochmal gleich den Wrong Warp. Also wir werden jetzt nicht den ganzen Abspann gucken, weil der ist zwar cool, aber auch sehr umfangreich. Mhm. Na, kann man sich gerne in einem Let's Play angucken. Ja. Da ist die Zeit wirklich, ich hab den Abspann gesehen, ne? Und die Videothek ging, glaube ich, 1 Stunde später. Dann habe ich mir gedacht, okay, ist cool, dass ich den jetzt sehe. Ihr könnt gerne beim Ingame bleiben, werde Regie, weil wir gucken uns gleich noch mal den Wrong Warp an. Haben wir den dann noch mal hinterher. Mhm. Aber schaut euch gerne in Let's Play an, wenn ihr euch dann den Abspann mal angucken wollt. No? Mhm. Genau. Weil der geht in der Tat 20 Minuten. Ich meine, es hat sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute Musik. Aber ne, bei Terranigma genauso. Der Abspann ist super, super schön, aber sehr lang gezogen. Mhm. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das mit dem Save-File geht. Also ich habe einen Save-File, aber normalerweise muss man die Inputs durchbuffern hier, damit man auf die gleiche RNG kommt. Ah, okay. Ja, ich schau mal, ob die RNG passt. Das sehe ich gleich. Wenn nicht, resette ich einfach gleich. Ich hoffe, ich kriege ihn gleich hin. Man kann sich nämlich mit den Wrong Warp nicht nur in die Credits, man kann sich quasi überall im Spiel hin teleportieren. Das ist dann immer eine andere Frame-Geschichte zu einem anderen Zeitpunkt. Ah, nee. Da hat die Spinne schon was anderes gemacht. Ja. Habe ich gleich gesehen, RNG, ich war auf dem falschen RNG-Wert. Weil die Gegner müssen dann auch immer genau dasselbe machen und ich muss an der Pixel-perfekten Position stehen und einen Frame-perfekten Input machen. Also es ist nicht sehr schön. Man kann zwar viel buffern, aber man kann sehr leicht failen. Also sehr, sehr leicht. Mhm. Gerade am Anfang das mit den Spinnen, da musst du ein ganz spezielles Movement machen, damit die auch wirklich das machen, was du willst. Und wenn das nicht passiert, wenn du da irgendwie ein bisschen zu früh, zu spät warst, ist sofort vorbei. Ja, sieht gut aus. Das könnte fail. Ah, nein, das hat geklappt. Ja, und schon sind wir in den Credits. Yo! Okay. Ja, das ist quasi eine Kombination aus den Spinnen, mit ihren Netzen, wenn da 3 Netze draußen sind, mit der Aura, was diese Fähigkeit von Freedom, und dann auf einem bestimmten Pixel stehen. Und schön, dass es First Try geklappt hat. Man sieht, es ist ein bisschen buggy jetzt, diese Textbox da, wo dieses Please Be Careful ist, da rechts, das sollte eigentlich nicht so aussehen. Ein bisschen verschoben. Ja. Ja, aber da mit dem Wrong Warp kann man sich quasi überall hin teleportieren. Man kann sich in Kastorf-Kampf teleportieren, in die Vampire rein, überall, das ist dann natürlich sehr glitchy. Einfach mit Freedom kann man sich dann quasi in irgendeine Stadt, in ein Haus teleportieren, in South Cape, wo man eigentlich keinen Freedom hat. Und schon sehr witzig, dann kann man da ein paar Sachen machen, aber... Interessant, ja, aber ich sehe dann schon, also sowieso auch nochmal viel Execution jetzt hier bei dem Ding dabei, aber es ist auf jeden Fall für das Format hier interessanter gewesen, dass wir den klassischen Run gesehen haben. Und ich wurde Lügen gestraft, denn wir haben den Abspann doch gesehen. Ja. Das war alles nur ein Traum. Er hat in den Unterricht geschlafen, Will. Ich glaube, die sind wiedergeboren worden später als Kinder in der Gegenwart, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, es hat mit der Schule angefangen, ist ja nicht mit der Schule. Meine Version gefiel mir besser. Ja. Aber na gut. Aber Schweinebraten. Sadox, wunderbar. Sehr, sehr schön. Schöner Ergänzungsrun zu deinem Terranigma-Run und den anderen Sachen, die wir gesehen haben. Wir werden von dir aber noch ein bisschen mehr dann nochmal in den nächsten Wochen sehen zu anderen guten alten Klassikern. Wir können nochmal darauf hinweisen, wo man dich bei Twitch finden kann. Bist du da gerade aktuell regelmäßig beim Stream oder wie sieht das aus? Sehr regelmäßig. Dienstag bis Donnerstag und Samstag, Sonntag bin ich eigentlich immer da.
Und dann gibt es immer Retro-Speedruns. Terra Enigma, Illusion of Gaia, Secret of Mana. Ich habe im Prinzip alle RPGs auf dem Super Nintendo auf hohem Niveau gelernt. Geil. Und die werden immer so ein bisschen durchrotiert. Aber auch Mega Man X und andere Sachen. Also wie also auch ActRaiser 1 und 2. Also Oh, ActRaiser 2 war auch noch mal spannend, weil es ja so schwer ist. Ne? Also Casual schaffe ich das gar nicht durch. Ich hätte es wirklich auch gerne noch gezeigt. Aber da muss ich mich wirklich, eine Woche drauf vorbereiten. Das ist ein sehr, sehr schwerer Run. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Und unter 17 Stunden Lufjet Run. Ne? Der kommt auch noch mal mit dazu. Lufjet ist auch geschehen. Wir weisen gerne auch noch mal darauf hin, wenn ihr euch bewerben wollt, speedrandale@rocketbeans.tv. Könnt ihr gerne schreiben oder direkt bei Sia euch melden, @simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove101. Und ja, ne, wir können gespannt drauf sein, was da nochmal kommen wird. Wir sagen dir schon mal danke. Wir sagen euch da draußen danke. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Bye, bye.